Du. So, moin Leute, was geht? Willkommen. Und heute mal ganz klassisch wieder. Es gab in letzter Zeit so viele, ich habe viele Bastel-Streams gemacht. Ich hoffe, man hört mich okay und so. Viele Bastel-Streams und so ein Blödsinn und habe ehrlich gesagt so ein bisschen das Lift-Off-Zocken irgendwie ein bisschen vernachlässigt. Und momentan, jetzt habe ich gerade aus dem Fenster geguckt, bei uns hat es gerade geschneit, regnet, irgendwas in der Art und Weise und der beste Kopter, den man bastelt, macht einfach keinen Spaß, wenn man nicht fliegen kann. Und manchmal muss es dann einfach nur mal der klassische Simulator sein, oder? Und ich dachte mir mal wieder, das habe ich leider schon sehr lange nicht mehr gemacht. Wir zocken einfach mal wieder ein bisschen Simulator, einfach mal wieder Liftoff, ja? Oder Uncrashed. Eigentlich dachte ich ja erst, wir spielen Uncrashed. Ich habe ja ein Voting gemacht im Community-Bereich, aber es ist Liftoff geworden. Und falls ihr Bock habt, mitzuzocken, ich habe eine Lobby aufgemacht. Diese Lobby heißt Cockroach FPV. Alles klein, alles zusammengeschrieben. Und wenn ihr Bock habt, es sind, ich glaube, insgesamt können, glaube ich, noch 7 oder 5 Leute mit einsteigen und einfach mit auf einer Map fliegen oder so. Falls ihr Bock habt. Wenn ihr natürlich keinen Bock drauf habt und sagt, nö, Mann, ich fliege lieber alleine, dann seid ihr natürlich auch herzlich willkommen, alleine zu fliegen. Ansonsten, ja, ich hoffe, es wird auf jeden Fall heute mal ein bisschen chillig. Ich werde nachher auch in den Voice-Kanal auf dem Discord-Channel gehen. Die Discord, ich glaube, der Einladungslink ist in der Videobeschreibung. Wenn ihr also Bock habt, mitzuquatschen, reinzukommen oder einfach mal im Discord rumzustöbern oder sowas, der Link ist in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall würde ich erstmal sagen, weil heute so ein wunderschöner Samstag ist, erstmal Prost an alle, die da sind. Prost an jeden, der da ist und so. Ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall auch ein relativ chilliges Wochenende. Und wir fangen natürlich erstmal instant an und werden mal ein bisschen auf die gute alte Liftoff-Map gucken. Ich bin ehrlich gesagt eigentlich so gar kein Fan mehr von Liftoff, nachdem Uncrushed und Co. da schon ein bisschen Vorreiter sind, mit was Grafik angeht und was alles andere angeht. Und ja. Es ist immer so ein Hin und Her, ne, mit Liftoff. Es ist tatsächlich immer so ein Hin und Her mit Liftoff. Aber Liftoff ist halt der Klassiker, oder? Ich meine, ganz ehrlich, man, Liftoff ist tatsächlich der Klassiker, ne? Jeder hat. Ich muss mal, glaube ich, die Musik ein bisschen runter machen, oder? Also, wenn euch irgendwas stört oder es zu laut ist oder zu leise oder zu laut leise, haut's einfach raus. Lasst es mich einfach wissen. Manchmal, ich höre das leider immer nicht selber, ob ich mache. Auf jeden Fall sehe ich schon, dass die ersten schon mal da sind. Ein paar. Und wir werden auch ab und zu mal für alle die, wenn ihr reinguckt oder sowas, wir gucken natürlich auch mal zu, wie die anderen so fliegen. Zusätzlich werde ich gleich in den Discord Voice gehen. Das habe ich schon gesagt, ne? Ach, das habe ich schon gesagt. Auf alle Fälle dachte ich mir jetzt so, ich fliege erstmal. Nee, ich mache jetzt erstmal. Geh jetzt immer erstmal in den Voice. Im Discord, wenn einer Bock hat, im Discord gibt es einen. In der Cockroach Area einen Livestream-Voice-Kanal. Und den könnt ihr natürlich joinen. Und da seid ihr natürlich herzlich willkommen. Ihr seid so oder so, jeder ist herzlich willkommen auf dem Discord. Ich habe da nämlich keinen Bock drauf, mehr irgendwelche Leute, irgendwas, irgendwelche Probleme. Ich mag das nämlich einfach nur gerne mit euch quatschen, ein bisschen chillen und sowas. Und ich hoffe, ihr habt auch da voll Bock drauf. Und ich sehe schon erste Frage, Grumpy. Ich glaube, Liftoff kostet keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich glaube, so 17 € oder so. Ich fange jetzt auch einfach mal direkt an. Ich bin schon so lange kein Liftoff mehr geflogen. Und ich finde diese Map hier eigentlich nach wie vor ist eigentlich so mega einer der chilligsten Maps so. Oh, was Liftoff angeht. Obwohl diese Physik und die Grafik hat sich ganz schön verändert, ne, irgendwie. Oder es war einfach nur sehr pixelig, gerade bei mir. Aber das liegt auch bestimmt daran, weil ich gleichzeitig streame. Ansonsten, ich liebe diese Map, ne? Also, das ist so einer der ersten Sachen, die ich bei Liftoff damals gezockt habe. Und hier habe ich quasi mein Fliegerkönnen bewiesen am Anfang, bevor ich rausgehen konnte und konnte crashen. Und ich muss ehrlich sagen, dass Simulatoren leider immer nicht ganz so, auch wenn viele sagen, oh, der ist voll realistisch und sowas, aber manchmal ist das eben nicht. Also er ist nicht so. Ich finde, also rausgehen draußen an der frischen Luft, fliegen, ist eindeutig immer noch der beste Weg.
um das Fliegen zu lernen. Aber für so kleine Stickbewegungen oder hast du nicht gesehen oder einfach nur gerade, wenn es regnet und man hat quasi keinen Tiny Whoop oder sowas, ist es echt mega chillig, oder? Dachte ich mir so, dass wir das heute einfach mal ein bisschen gemeinsam machen, ne? Darum, wer Bock hat, kann auf jeden Fall mit in die Lobby kommen. Die Lobby ist Cockroach FPV kleingeschrieben. Cockroach FPV kleingeschrieben, genau. Und da ist schon einer, der hier rumguckt. Den verfolgen wir mal ein bisschen. Oh, er ist gerade gecrashed oder weg? Kopter kaputt gemacht? Schade. Oh, hier ist ein Graffiti. Seit wann sind die denn hier? Waren die schon immer hier? Das ist neu, oder? Oder waren die schon immer da? Nee, ne? Also die daran kann ich mich nicht erinnern. Cool, gibt's hier noch mehr davon? Sehr chillig. Das ist schon wieder ein bisschen chillig gemacht so. Ich mag das, dass die auch hier immer so eine Sachen versteckt haben, ne? Damals diese Chests, also diese Boxen und so. Mega, mega cool. Auf jeden Fall. Oh, da ist er wieder. Warte. Da haben wir einen. Oh, er ist wieder gecrashed. Warum? Er steht da, da liegt er noch. Komm, starte mal. Bleibt der Quad jetzt hier liegen? Ah, nee. Oh, der ist aber flink unterwegs. Ups. Ja, das ist eigentlich schon witzig, ne? Dass man so ein bisschen zu sechs oder sowas auf so einer Map fliegen kann. Das fand ich schon immer irgendwie ganz cool. Oh, jetzt muss ich mal lesen im Chat. Verdammt nochmal. Warte. Jetzt muss ich mal lesen. Hätte schon Bock, mal mit euch zu fliegen, aber meinst du, das könnte auf dem Laptop laufen? Also ganz ehrlich, Grumpy, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob Liftoff so traditionell auf dem Laptop ohne richtige Grafikkarte laufen kann. Also es ist schon ein relativ anspruchsvolles Spiel, was so Leistung angeht. Wahrscheinlich auf so minimalen Einstellungen. Aber ich weiß, bei dir ist dann auch schon wieder so die Sache, hast du nicht mal gesagt, du hast nur ein Mac oder so? Ich weiß nicht mal, ob es auf dem Mac kauft. Du hast doch mal den Uncrashed-Key gewonnen und du konntest das gar nicht spielen, weil es doch nicht auf dem Mac läuft. Das ist eigentlich total mies gewesen. Es tut mir auch mega leid, immer noch so ein bisschen, dass du gar nichts damit anfangen konntest. Oh, hier ist schon der Nächste, der hier rumgurkt. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Und wenn auch ihr Bock habt, denkt dran, die Lobby heißt Cockroach FPV, klein geschrieben, zusammengeschrieben. Und denkt auch dran, falls ihr Bock habt auf Quatschen. Im Discord-Channel ist natürlich ein Channel, in dem ihr joinen könnt. Ich weiß noch nicht mal, ob ich im. Ja. Oh, jetzt muss ich ein bisschen. Johnny RC Nigeria. Ja, the name of the lobby is Cockroach FPV, but you just write it all together and small. Then you will join the map, actually. Auf jeden Fall. Muss ich jetzt noch mal ganz kurz gucken, ob ich im Discord überhaupt irgendwo richtig stehe? Ja, shit, ich bin auf jeden Fall da. Gut, dann passt das soweit alles. Weil ich sehe das auch immer nicht so gut. Jetzt gucke ich hier noch mal ein bisschen rum. Oh, ich liebe diese Map eigentlich nur, ne? Die ist so mega cool. Es gibt doch nichts um so ein bisschen Liftoff-Simulator. Gerade weil es jetzt, das Wetter ist doch chaotisch momentan, oder? Die Woche war so anstrengend. Und so kalt alles, so regnerisch und jetzt regnet es auch schon wieder. Da kann man gar nicht richtig irgendwie was machen. Das ist eigentlich so voll schade. Da ist man eigentlich so glücklich, dass es so eine coolen Simulatoren überhaupt gibt. Und jetzt mittlerweile ist die Auswahl ja so krass, so übelst viel. Ich meine, richtig viel. Was gibt's denn alles? Uncrashed und die ganzen Velocity Drone und sowas natürlich. Und AI-Drone oder AL-Drone oder so. Ach, keine Ahnung. Ach, so viel. So viel. Aber es gibt doch nichts Besseres, als eigentlich draußen zu hocken und live mit irgendwelchen Leuten rumzufliegen, oder? Das ist so mein Ding. Ich hoffe, dass die Saison bald wieder richtig anfängt. Und auf jeden Fall die Saison mal wieder. Genau, jetzt wollte ich noch gerade sagen, die Saison muss auf jeden Fall mal wieder anfangen. Damit das mal wieder richtig losgeht und die Leute mal wieder ein bisschen Spaß haben, ne? Mal wieder ein bisschen draußen sind, an der frischen Luft. Ich glaube, den meisten Leuten, das ist nicht gesund für die ganzen Menschen, wenn die alle immer nur in der Bude hocken. Und das ist halt so dieses Krasse, ne? Wenn man das mal so überlegt, muss ich ehrlich sagen, so, wir sind eigentlich immer übelst die Nerds und schleppen Tausende von Euros an Technik einfach nur mitten in die Pampa und fliegen einfach nur, weißt du? Es ist so dieses.
Du bist so übel der Computer-Nerd-Typ oder sowas und programmierst da deine Quads und so, aber das ist halt ein cooles Hobby, wo man tatsächlich raus muss und auch ein bisschen Action hat und Musik und noch ein Bierchen trinken mit Leuten und sowas und vielleicht abends noch grillen und es ist schon cool so. Das ist irgendwie genau das, was das eigentlich ausmacht und das fand ich eigentlich immer so mega witzig an der Sache. Und die coolen Kunststückchen und hast du nicht gesehen und ach mein Gott, das ist halt so cool. Ich weiß nicht, was. Ich kann es immer wieder behaupten, Mann. Also immer wieder sagen, es ist eigentlich so mega, mega witzig so. Und ich hoffe, dass ihr das auch so seht. So ein bisschen, oder? Ja. Und das ist auf jeden Fall chillig, Mann. Auf jeden Fall chillig. Und ich bin nicht mal so der abgedreht krasse Pilot, würde ich mal sagen, ne? Also es gibt immer so Leute, wenn ich das immer so sehe, Mann, die machen immer so abgedrehten Scheiß, ey. Sind immer übelst am Rumbashen und so. Oh fuck, siehst du, schon bin ich kaputt gegangen. Aber jetzt wollen wir mal gucken. Oh, guck mal, jetzt sind eigentlich relativ ziemlich viele hier drinne in dieser Lobby Needlewoods FPV. Halt's Maul, echt. Scheiße, und ich hab's ausgesprochen, Mann. Aber den gucken wir jetzt mal ran. Gucken wir mal ein bisschen gucken, was hier die anderen so machen. Weil das ist nämlich mega krass, immer zu sehen. Guck mal, das ist so. Guck mal, er macht übelst das abgedrehte Zeug, Mann. Übelst. Na gut, das ist gegen den Zaun. Mega cool, oder? Ich finde das so mega. Das ist halt das Chillige an Liftoff. Oh, Johnny, I'm very sorry. I can count. It's like 1, 2, 3. It's already 6 in the lobby, actually. So you need to wait until it's a little bit of space left. You know. I'm afraid to say there's only like 6 person can join the lobby at once. Auf jeden Fall ist das mega chillig, finde ich tatsächlich so. Ne? Man kann auch einfach nur mal zugucken, wie so die anderen abgehen. Und der macht zwar auch hier und da seine Crashes und so, aber cool. Was ist er hier für einer? Wir gucken mal bei ihm kurz rein. Ja, Mann, das sieht schon mega gut aus, oder? Was sagt ihr so dazu? Was sagen die Leute so im Chat? Willkommen im Übrigen, hallo an alle im Chat. Oh, die machen das. Das ist mega cool, wirklich. Sehr cool auf jeden Fall. Das gefällt mir. Das sieht richtig gut aus. So muss das aussehen. So finde ich das mega cool. Das ist schon wirklich, wirklich geil gemacht. Jetzt mal ohne Scheiß so. Dann mache ich mal auf 12 Nutzer und gehe mal hier unten hin. So. Es tut mir wirklich leid, dass ich administrativ nicht ganz so frisch bin in der Sache. Weil es manchmal schon ganz schön alles 1000 Bildschirme hier offen und sowas, da manchmal blicke ich da selber nicht so durch. Aber es ist so cool, es ist echt mega witzig, dass so, wenn so die ganzen Leute alle hier sind und man sich so gegenseitig zugucken kann, oder? Ich finde das mega chillig. Mega cool. Ich liebe auch diese Map so. Das ist, boah, ich wünschte, wir hätten so ein cooles Bando hier, also so ein großes, so hier so mit so einem abgedrehten Kran und sowas, wenn man so hochfliegen kann. Und Diven, sowas. Ich würde gerne mal wirklich so einen Real-Kran runtergurken. Es gibt zwar hier einen in der Stadt, der momentan aufgebaut ist, aber ich traue mich nicht, da illegalerweise hinzufliegen. Dann kriege ich nur Ärger, wenn ich erwischt werde. Und hier kann man auch die abgedreht coolsten Stunts üben, drehen. Das zum Beispiel macht auch mega Spaß. Das habe ich gelernt, im Übrigen durch den Bento, der mir das beim. Oh nein, mein Prop ist kaputt gegangen. Fuck. Und das war halt mega chillig so. Es ist halt so cool zu lernen, so, ne? Im Simulator, da traut man sich immer so viel mehr. Und dann draußen, also so ist es jedenfalls bei mir. Ich habe nur einen 5 Zoll, den ich immer verbashen kann und so. Und wenn ich den kaputt mache, dann ist für mich die Saison schon wieder halb gelaufen. Und, oh, darum bin ich auch immer vorsichtig. Oh, mein Prop ist kaputt. Das ist eigentlich auch das Chillige an der Sache. Wer Uncrashed schon mal gezockt hat, bei Uncrashed ist es halt immer das Problem, du kannst dort ewig fliegen, ja, da passiert gar nichts. Du verlierst kein Prop und sowas, da geht nichts kaputt. Und da lernt man irgendwie auch teilweise schon wieder gar nicht, ne? Aber wenn du hier zum Beispiel so zack, irgendwo gegenknallst, so zum Beispiel, und dein Prop geht kaputt, und jetzt so wie jetzt, und du gibst dann Gas, du merkst richtig, dass du so eine kleine Unwucht im Bild hast. Also, du kannst doch nicht mehr so viel Gas geben und es zuckt richtig und so. So wie im richtigen Leben halt, also quasi im richtigen Flug, wenn, jetzt muss ich nochmal neu starten, jetzt habe ich das extra gemacht. Wenn richtig
deine Props kaputt gehen und du kriegst halt Prop-Wash und Unwucht drin und sowas und das Flugverhalten verändert sich halt. Das haben halt viele FPV-Sims nicht so, also jedenfalls nicht die, die ich jetzt so kenne, so Uncrashed zum Beispiel hat gar nicht. Da fliegst du ja gefühlt stundenlang und knallst überall gegen und nichts passiert. Und hier ist es halt dann doch schon ein bisschen reeller gemacht und das fand ich eigentlich. Das ist halt schon wieder ein Plus für Liftoff, ne? Also das ist natürlich ein Plus. Was ich mir halt wünschen würde, ist, dass Liftoff mal so ein kleines bisschen an der Grafik rumschraubt. Ich meine, die Grafik ist schon schön, das stimmt schon. Aber naja, so ein bisschen mehr Shadows und sowas könnte schon sein. Ich meine, wir sind im Jahr 2020, 2022, siehst du? Ist schon wieder 2 Jahre zurück. Und es ist halt so cool, dass du die so mit diesem Schweif so übelst chasen kannst, weißt du? Das ist halt schon mega, mega cool, Mann. Ja, Mann, das gefällt mir auf jeden Fall. Gas geben. Und super cool. Das ist so wie draußen, weißt du, im richtigen Leben, wenn man so einfach nur. Man müsste jetzt echt nur hier so 6 Leute stehen sehen und einfach nur chillen. Das ist eigentlich mega, mega cool. So gefällt mir das. Und deine Skills werden halt auch echt besser, ne? Also ich meine, du bist jetzt, nur weil du jetzt hier 6, 7, 8, 10 Stunden Liftoff zockst, bist du natürlich nicht gleich ein Pro. Aber es lässt dir schon mal so ein bisschen mehr Gefühl geben, wie das Ganze so abgeht. Oh mein Gott, jetzt ist hier richtig was los, ne? Hier sind ordentlich welche unterwegs. Und irgendwie kommt mir das so vor, als ob mein Quad, den ich mir gefühlt vor 2 Jahren oder sowas mal zusammengefummelt habe hier, der ist ja halt auch schon nicht mehr auf dem neuesten Stand, aber. Ich glaube, den habe ich mal. Ich glaube, so ist mein 5 Zoll auch eingestellt. Ich glaube, das ist der. Den 5 Zoll habe ich, glaube ich, nie verändert. Den habe ich immer so gelassen. Und, oh, fuck. Und, ja, Mann, genauso fliegt er eigentlich draußen auch. Was ich, glaube ich, auch ein bisschen mehr Prop-Wash drin habe, aber bin nicht so der Tuning-Experte, tatsächlich. Ja, Mann, also auf jeden Fall, leider ist die Map gerade super voll. Und es sind echte 6 Leute schon drin. Was natürlich sehr ärgerlich ist. Für die, die jetzt gerade warten. Johnny zum Beispiel. Aber ja, Mann. Das ist halt. Es macht halt super Spaß auf der Map, ne? Johnny, I'm really sorry that you need to wait a little bit. Right now the map is totally full. But maybe later. I hope so. You can show your skills. Und ja, Mann. Was haltet ihr denn davon? Also wenn ihr mal so, könnt ihr mir gerne mal schreiben oder sowas, welche Simulatoren ihr so persönlich benutzt. Es würde mich mal voll interessieren, weil es gibt ja auch die Racer und die Freestyler und so. Da sind natürlich unheimlich viele unterschiedliche Styles, wie die Leute fliegen. Ich habe mir auch letztens diesen Tiny Whoop, na, den Tiny Whoop Simulator von Liftoff gezockt. Und ich muss ehrlich sagen, der gefällt mir gar nicht. Den habe ich voll wieder zurückgegeben. Also das ist so, das mochte ich überhaupt nicht. Weil das nicht cool war. Sorry, das fand ich irgendwie nicht so mega chillig. Oh, ah, fuck. Ja, das war natürlich klar, dass das passiert. Aber den fand ich nicht so gut, ehrlich gesagt. Also ganz ehrlich, da hätte ich von Liftoff so ein bisschen mehr, ein ganz kleines Stück, hätte ich da mehr erwartet. Über den Tiny Whoop Sim. So, weil gerade weil du es kaufen musstest und so, noch extra und so, die haben ja da ein separates Game draus gemacht, was ich auch irgendwie schade finde. Ich meine, ganz ehrlich, das hätten sie auch einfach nur als Special Map oder sowas machen können oder so. Das wäre jetzt auch nicht so das Ding gewesen. Oh, da ist jemand finster gecrashed. Und der Quad ist weg. Ah, der taucht jetzt hier oben ja auf, ne? Hören wir gleich nochmal ein paar Folgen hier. Nee, wo ist er denn? Ach nee, das war ja da drüben auf dem anderen Building. Ach, scheißegal. Auf jeden Fall ist das super chillig, Mann. Was mich halt ein bisschen stört, was schade ist, dass Liftoff leider diese beweglichen Autos ja auch so lange angekündigt hat und so. Und irgendwie, ich weiß nicht, bei Uncrash, ich meine, den Uncrash-Simulator, den hast du zum Beispiel für 12,99 gekauft. Für 12,99 oder so, oder 13,99. Und du kriegst halt eine Map nach den anderen in der letzten Zeit, wird da rausgehauen. Ist ja egal, wie die gemacht werden oder so, aber die Maps bieten halt richtig was Chilliges, ne? So mit den Autos und so. Oh, fuck. Oh, no problem, I'm bad at flying, still learning to fly. It's no problem, Johnny, but actually, that's what is Liftoff made for, you know? Like learning and doing and stuff and like trying shit out and you know what I mean? By the way, sorry for my bad English. I'm not that kind of English speaking person, I'm afraid to say.
I'm more like the German talk guy. Es tut mir voll leid. Ja, Mann. Auf jeden Fall cool, Mann. Und wenn irgendjemand noch Bock hat oder sowas auf Quatschen oder so, holt euch ein Headset, joint den Discord-Server und ich chill hier noch rum. So ein bisschen. Heute mache ich auch nicht so lange. Ich hoffe, das ist okay für euch. Also ich werde hier nicht bis um 2 Uhr morgens sitzen können und fliegen. Tatsächlich sogar, weil ich denke, so maximal bis 0 Uhr wird das heute gehen, wenn überhaupt. Weil morgen habe ich noch ein bisschen was vor, aber ich dachte mir so, wollte ja auch mal wieder so ein bisschen einfach nur abhängen. Und ich finde das eigentlich ganz cool. Okay, Johnny, by the way, I guess, I think so, it's a place free now. I would love to say how to fly, how you, I would love to see how you are flying, actually. Oh mein Gott. Muss echt mal meinem Englisch üben. Hallo? Hallo? Hallo, wer ist da? Hallo, hallo, hallo. Hallo? Hören Sie Ja? mich? Ja, Mann, was ist los? Ich habe ein Problem mit meinem Cinewhoop. Den habe ich bei auf eBay gekauft. Ja. Und der, als ich das geöffnet habe, wurde mir angezeigt, dass ich irgendwie Motoren und FC aussuchen soll. Ja. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich bei Spinfast, bei deren Server nachgefragt, Ja. was ich da machen soll, und die meinten, ich muss es updaten, wenn es nicht funktioniert. Das habe ich gemacht und es Ja. ist hängen geblieben. Habe Ja. ich die Videos geguckt, die haben gesagt, da braucht man so einen Treiber, habe ich installiert. In dem Moment, wo ich es dann wieder angewendet habe, wurde meine Funkmaus deaktiviert, meine Bluetooth-Kopfhörer wurden deaktiviert. Okay, ja, ich weiß, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Du hast mit Zatik oder wie auch immer das heißt rumgefummelt. Ja, irgendwie so. Das ist gerade, ich würde dir echt gerne momentan helfen, aber es ist halt ein mega schlechter Zeitpunkt für mich. Ich hoffe, du verstehst das. Wenn nicht, kann ich dir später nochmal helfen, wenn es geht, ne? Weil Würde auch ich, später gehen. ja, dann schreibe ich dich gerne nochmal an. Du kannst mir einfach mal eine Personal Nachricht schicken, wenn du da Bock drauf hast. Weil ich bin derzeit gerade am Streamen. Weißt du? Ah, okay. Oh, okay. Dann schreibe ich sie an. Ja, Mann, sehr cool. Nee, sag nicht sie zu mir, das reicht schon. So. Alles Ja, klar, Mann, ich gut. schreib dir nachher mal dann, wie du es lösen kannst, okay? Ja. Alles klar. Danke. Ja, Mann. Tschüss. Jo, bis später. So, sorry, Leute, das ist, man muss ja immer freundlich sein und helfen. Und das würde ich auch nachher machen. Und falls ihr das Problem habt, Leute, spielt nicht mit euren Treibern rum, ohne Scheiß, Mann. Ihr könnt da nämlich ganz schnell richtig viel kaputt machen an eurem Computer, nur wenn irgendwas nicht funktioniert. Oh, ich liebe das. Fliegen ist so schön, oder? Ich meine, ganz ehrlich, Mann, wer steht richtig. Also dieses einfach nur. Ich finde es einfach nur so mega, mega chillig. Ich wünschte wirklich, ohne Witz, ich wünschte tatsächlich, dass, verdammt nochmal, die Lipos draußen genauso lange halten würden wie hier. Das wäre so cool, ey. Und ich gefühlt 1 Million einfach nur so 30 Quads rumliegen hätte, die ich einfach immer wieder benutzen kann. Immer wieder zack, wie Stil, so aus dem Beutel einfach nur 5 Quads nehmen und immer weiter. So, jetzt gucken wir mal zu, wer ist Max Rohrbach. Zeig mal, Max, was du drauf hast. Falls du zuguckst oder so, oder falls du mich gerade hörst oder sowas, mach mal ein bisschen richtig abgedrehten Shit. Das wäre mal total witzig zu sehen, weil ich. Sag mal Prost, ne? Das wäre auf jeden Fall cool, mal zu sehen, wie ihr alle so fliegt, ne? Und wer gerade im Chat ist und einfach nur sagt, ey, ich zeig dir mal, wo der Hase langläuft hier. Dann, join die Lobby. Das ist Cockroach FPV, klein geschrieben, alles zusammen. Und würde mich mal voll interessieren, weil das sieht auch mega chillig aus so. Auf jeden Fall mega, mega cool, Mann. So, jetzt muss ich hier nochmal kurz was ganz kurz gucken. Sehr cool auf jeden Fall. Das ist doch chillig, oder? Wenn man das nicht draußen so, wenn man da irgendwo einen Punkt hätte, irgendeinen Turm oder sowas, ich weiß zum Beispiel, wie Spinfast
in Hannover, dass die diverse Türme oder irgendwas haben, wo man genau so einen abgedrehten Scheiß machen kann. Das ist halt mega, mega cool, ne? Also es gefällt mir übel. Wir brauchen auch eindeutig chilligere Plätze in Deutschland. Wo wir mal legal fliegen dürften, das wäre halt gut, ne? Weil immer, wenn ich immer sehe, dass die Leute in so abgedrehten Bandos rumfliegen und sowas, wir wissen alle, das dürfen wir eigentlich gar nicht. Und das ist eigentlich total mies, oder? Ah, das ist immer das Traurige, dass die uns alle nicht da fliegen lassen, wo wir eigentlich wollten. Schade eigentlich drum, ne? Wirklich, wirklich schade drum. So, jetzt werde ich aber auch definitiv nochmal fliegen. Gerade weil ich auch so lange irgendwie nicht mehr richtig 5 Zoll geflogen bin. Also so richtig abgedreht 5 Zoll. Da muss man das eigentlich auch mal üben. Gerade so ein Müll. Oh, siehst du, bin ich voll raus. Ich weiß nicht mal, was für ein Kamerawinkel ich hier dran habe an dem Quad. Ich glaube, so ein übelst leichten eigentlich nur, weil ich eigentlich gar nicht so... Bin immer nicht so der aggressive Flieger eigentlich. Also so Geschwindigkeit ist eigentlich immer nicht so meins. Und ich mag das eher so ein bisschen, oh fuck, scheiße, ich mag das eigentlich immer mehr so ein bisschen smooth und darum bin ich da eher so, ich fliege lieber ruhig und gemütlich, aber hier, wenn ich weiß, dass meine Quads davon nicht kaputt gehen, dann will ich eigentlich immer so viel durchdrehen, wie es nur geht, aber ich manchmal weiß ich auch nicht, was ich immer tun soll, ne, wenn ich immer irgendwie ewig lange rumfliege und sowas, dann verdassel ich das immer irgendwie so. Dann mache ich immer sowas und dann könnte man auch irgendwie sich so drehen oder so ein Scheiß, aber das kriege ich dann immer viel zu lange nicht hin. Ich bin da auch nicht so, also so krasse Tricks oder sowas kann ich leider gar nicht. Ups, kann ich immer leider auch gar nicht. Blöderweise. Aber, oh, ich bin schon gestartet. Also das wäre halt mega cool, so wenn ich das mal ein bisschen chilliger hinkriegen würde, so. Oh, jetzt bin ich irgendwo gegengeknallt, verdammt. Oh, mein Prop ist schon wieder kaputt gegangen. Oh mein Gott, ich crash so dolle. Ich kann Platz machen. Ich will ein bisschen racen, ja. Danke fürs Zuschauen, war direkt ein bisschen... Ach so, okay, also hörst du mich tatsächlich. Okay, weil ich kann leider nicht... ich weiß nicht, ob ihr mich hört, die quasi quatschen, aber wenn du nochmal willst... Max, dann kannst du gerne, also jeder, der mich hört oder sowas und der jetzt mal ein bisschen was zeigt oder so, wäre halt auf jeden Fall mega chillig. Und es war auf jeden Fall cool, ohne Witz. Ich finde das immer mega krass. So, ich habe auch mal Rooney zum Beispiel, ich habe damals das schon mal gemacht, dass wir in so einer Lobby geflogen sind und da waren halt so viele unterschiedliche Leute da. Die klassischen Racer waren am Start, die sind hier übelst durchgebasht, also übelst einfach nur, keine Ahnung, was für ein Kamerawinkel die haben. Das ist einfach nur, die sind einfach nur so Vollgas die ganze Zeit durch. Und dann gab es auch noch ganz viele Leute, die so diesen 3D-Shit haben und S-Bank-Style und wie sie alle heißen. Und die Styles sind so unterschiedlich, ne? Einige Leute fliegen einfach nur, die können halt nicht wirklich so Rolls und Flips und hast du nicht gesehen, aber die fliegen halt so übelst langgezogene cinematische cinematische Bahnen, ohne irgendwo gegenzuknallen. Das ist übelst cool. Oh, was ist denn hier passiert? Und ja, Mann, das finde ich halt mega, mega cool so, ne? So diese ganzen, auch was sich die Leute so auch versteifen quasi, ne? Also ich bin mehr so der willkürliche Pilot so, muss ich ehrlich sagen. Weißt du, ich trinke mein Bierchen und bla und hast nicht gesehen und sowas und mache halt mal meine Tricks und sowas und versuche irgendwo durchzufliegen und so. Und das finde ich irgendwie schön so, weißt du? Und dann gibt es halt voll viele Leute, die sind gar nicht darauf scharf, irgendwelche Rolls zu machen oder irgendwelches abgedrehtes Zeug. Die sind einfach nur auf, oh fuck, auf Schnelligkeit aus und auf Racen. Oh, der Prop war kaputt. Der Prop war am Arsch. Und das ist halt, ich finde das schön. So, also mega cool, so zu sehen, dass wie andere sich entwickeln, was andere so in ihrer Laufbahn machen. Komm, jetzt wollen wir mal ihm hier folgen. Oh, er geht hier direkt rein, Mann. Fuck, er ist auch gut unterwegs, ey. Scheiße. Jetzt mal ein bisschen schneller hier. Er zieht hier übelst durch, Mann. Ich glaube, mein Quad ist auch noch auf so eine uralt 4S-Setup-Sache gemacht. Aber die hier, der drückt hier voll durch, ey. Oh, das müssen wir mal. Jetzt müssen wir mal gucken, wer ist denn das? Wir gucken mal bei dem hier, beim... Ach, keine Ahnung, wir gucken bei ihm hier. Mach mal ein bisschen was Cooles. Oh, okay, ja, er ist das. Guck mal, wie er hier durchgeht, ne? Jetzt übelst Power, Mann, übel Geschwindigkeit. Fuck, Mann, warum ist denn der so schnell? Das sieht irgendwie kurios aus, oder? Also, das finde ich schon wieder komisch, ne? Aber guck mal, wenn er aber auch, du siehst auch schon, wenn er startet, was hat denn der, einen gefühlten Kamerawinkel von 60?
Jetzt mal ohne Witz, Mann. Und übelst präzise und sowas. Also auch so, wie sich das Ganze bewegt, so übelst scharfkantig so. Heftig. Boah, da wird mir ja fast schlecht, Mann. Guck mal, du musst doch 100 pro racen, oder? Er muss doch 100 pro am Racen sein oder so. Guck mal, was er hier gerade macht, Mann. So, das ist übelst heftig. Und das sind halt die, wenn wir auf dem Platz sind und wir treffen und sowas und du hörst so dieses und die zimmern da immer durch, Mann. Voll geil. Ohne Witz, ich liebe das. Aber allein der Winkel, das würde mich voll kaputt machen im Kopf. Der muss doch kontinuierlich auf Vollgas fliegen. Und jetzt rein da. Oh, das war gut, Mann. Sehr chillig. Das war richtig gut, ey. Richtig cool. So, jetzt gucken wir noch mal beim Leon Fleischi. Jetzt ziehen wir mal sein Ding rein. Falls du uns zuhörst, zeig mal ein bisschen jetzt was, ne? Wir wollen mal was richtig Cooles sehen. Wenn du mich hörst, mach mal einen Roll. Okay, er hört mich nicht. Aber auch die sind übelst flott unterwegs, ne? Die haben alle so einen hohen Kamerawinkel. Voll abgedreht, ey. Richtig heftig. Oh ja. Okay, ich hoffe, du hast mich gehört. Das ist gut. Du hast auf jeden Fall einen Roll gemacht. Jetzt zeig mal irgendwas Cooles. Zeig mal irgendwas, wo du richtig sagst, das kann ich. Das ist so richtig der krasse Shit, Mann. Das ist, was ich draußen mache. Ah. Sehr cool, Mann. Ich finde das immer wieder cool zu sehen, wie die anderen so. Das stört mich so ein bisschen jetzt, wo die ganzen meisten Leute alle zwischen Fetchuck Digital, also HD Zero und alle sind auf DJI Digital und die klassischen Verfechter vom Analogen haben alle noch ihre Fetchuck-Brille auf. Wir können jetzt alle gar nicht mehr zugucken bei dem, was wir tun. Das ist eigentlich übel traurig, oder? Das stört mich manchmal. So, dass wir uns irgendwie gegenseitig irgendwie so ein bisschen ausgrenzen an der ganzen Sache. Irgendwie. Aber ich weiß, jeder will immer das beste Bild haben. Der andere will wenig Latenz und sowas. Ja, na, vielen. Ach so, siehst du? Ja, okay, alles klar. Ja, Mann, was für dein Vieh. Ohne Witz, mit was für ein Winkel dieses. Kröchte, ich kann es nicht aussprechen. Irgendwas mit K, Mann. was für ein Winkel fliegst denn du? Wenn du das mal reinschreiben könntest, weil das würde mich mal mega interessieren. Ja, moin im Übrigen alle am Chat. Hi Tilt, was ist denn das? Also einfach nur. Warte mal, ich mach das jetzt nochmal. Ich muss jetzt auch mal fliegen, ganz kurz. Da muss ich mal meinen. Was habe ich denn hier für einen Winkel? Oh, siehst du? Ich fliege hier mit gefühlt paar 30. Dann mache ich mal bei. Fuck, ich will nicht übertreiben. Ich mache mal bei 60. Und ich wette mit dir. Ich wette. 60er Winkel. Oh, fuck. Oh, das krieg ich gar nicht hin. Also 60 Grad Winkel, das ist ja richtig fies, ey. Oh, komme ich gar nicht vorwärts. Das ist natürlich krass, ne? Komme ich irgendwie auch nicht so, wie sich die. Oh mein Gott, das ist ja schwer. Oh mein Gott, wenn du 60 Grad Winkel hast und du willst einen Roll machen, das bewegt sich. Guck mal, das funktioniert gar nicht richtig. Das ist ja heftig. Also so noch nie geflogen, ehrlich gesagt, weil ich immer nie verstanden habe, für was. Aber kannst halt so einen abgedrehten. Oh, das geht mit dem 60-Grad-Winkel aber gut, Mann. Oder? Ja, Mann, um das Haus rum. Oh, da dreht sich voll bei mir alles im Kopf. Noch ein bisschen Gas geben. Ah, ist ein bisschen breit hier, das Haus. Aber das geht halt voll abgedreht, ne? Weil du kommst dir vor, als ob du auf den Kopf fliegst. Du musst voll umdenken mit deiner Birne. Oh, Scheißdreck. Das war schon wieder. Ja, moin, im Übrigen, Dirk. Ja, na gerne. Wenn Platz ist, momentan ist Platz. Es sind 1, 2, 3, 5 Leute. Sechs sind drinne. Oh, ich kann nicht mehr im 60er Winkel fliegen, das geht nicht. Ich mach mal, was ist denn so der Durchschnitt? Was ist ein guter Winkel? Ich mach mal 45 Grad Winkel. Ich glaube, das ist schon mega heftig genug. Und damit kann ich bestimmt was mehr anfangen. 60 ist halt ein bisschen dolle und so. Ja, damit kann ich wenigstens so meine Standard-Rolls machen. Aber trotzdem bin ich immer noch. Aber ich bin eh langsam unterwegs. Also ich bin eher so der langsame. Jetzt mal hier so rum. Aber das geht auch ganz gut. Obwohl ich da ein bisschen weniger Gas brauche. Und dann kann man sich hier so super drehen. Es sieht aus, als ob man auf den Kopf fliegt, ne? Das ist voll schlimm eigentlich.
Oh, das ist voll heftig. Aber das kriegt man hin, das kriegt man hin, das kriegt man hin, ganz lange. Und dann am besten noch so einen kleinen Flip weg. Oh fuck, hier ist das Haus schon wieder. Ja, Mann. Siehst du, 45 Grad Winkel, das geht noch. Aber mehr geht bei mir dann auch nicht. So. Normalerweise bin ich glaube, meine Kamera sind so auf 30 Grad, wenn überhaupt, eingestellt. Dafür fliege ich aber auch länger, muss ich ehrlich sagen, weil ich natürlich weniger Gas geben muss. Also ich fliege lieber so 4 Minuten mit meinem 5 Zoll ganz smooth irgendwie rum und mache ab und zu mal so einen kleinen Flip oder Roll oder hast du nicht gesehen, als dass ich irgendeinen anderen Scheiß mache. Sorry im Übrigen für die scheiß Hintergrundgeräusche, aber ich glaube, meine Katzen verprügeln sich gerade gegenseitig. Weiß auch gar nicht, was ich dagegen tue. Kann ich das eigentlich hier? Ah, das kriege ich nicht hin. So an so einer Lampe mal so einen kleinen. Nee, das kriege ich nicht hin. Dafür reicht's nicht. Ah, verdammt. Das ist zu niedrig, leider. Jetzt muss ich mal irgendwas auf meine. Irgendwas muss ich mal ganz kurz auf meine Katzen werfen. Das ist ja irgendwie furchtbar, was sie hier gerade machen. Die drehen hier gerade durch. Aber ich will jetzt auch niemanden raten, auf seine Katzen irgendwas zu werfen, wenn sie unanständig sind. Oh, jetzt bin ich gecrashed direkt wieder. Okay, also ganz ehrlich, 45 Grad ist mir auch noch ein bisschen zu heftig. Wir machen mal 40. 40 Grad Winkel? Kann man 40 Grad Winkel empfehlen? Ich weiß nicht. Wer fliegt von euch 40 Grad Winkel? Im Sim, aber im fliege ich eine Freestyle. 61 Grad, Mann. Boah. Also ich lese immer die Nachrichten, die dauern immer. Bei mir kommt das immer voll lange. Der mit K geschrieben wird, schreibt 61 Grad Winkel, Mann. Das ist heftig, ey. Fliegst du das auch draußen oder nur im Sim? Also, weil ganz ehrlich, draußen 61 Grad Winkel, Mann. Oh, das war dumm. Oh, und das war ins Wasser. Scheiß Dreck. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Ach, dieses blöde F-Kram. Nee, das will ich so nicht. Okay, also so 40 Grad Winkel, also 30, 35 Grad Winkel wäre für mich so maximal das, was vertretbar wäre. So. Aber mein Quad ist auch relativ schwer, muss ich ehrlich sagen. Der braucht gar nicht so, also der braucht schon ein bisschen mehr Gas, wenn er hochkommt. Aber wenn ich dann so den Winkel so hoch mache, dann komme ich immer nicht ganz zurande so. Oh fuck, und schon wieder gecrashed, ey. Oh, jetzt ist schon wieder der Prop kaputt. Alle. Das finde ich halt so wieder so cool. Das ist so, dass man das richtig merkt, dass da irgendwas schief läuft. So, ah, naja. Ja, moin, eine Crew. Oder soll ich Thorsten sagen? Oh, jetzt sind die Katzen übelst mies hier. Das ist ja mies. Damit habe ich nicht gerechnet. Die hätte ich nochmal irgendwas machen sollen. Ja, moin im Übrigen. Ja, Thorsten, wenn du Bock hast, Liftoff hast du sicherlich auf dem Computer. Was ist los, ne? Und für alle, die gerade zugucken, die Lobby heißt Cockroach FPV, einfach nur alles klein geschrieben, alles zusammen. Derzeit sind 5 Leute da, also es wäre noch ein Platz frei, die man jemanden nehmen könnte. Und Thorsten, mich würde mal derbe interessieren, wie du Quad fliegst. Also so einfach so klassisch Lift-off-Style. Und vor allem könntest du auch mal sagen, mit was für einem Winkel du so abgehst und so. Das wäre halt mal ganz cool zu sehen, so, weißt du? Auf jeden Fall. Mal so. Weil ich immer wenn ich Videos sehe, immer ja, weil eine Crew ist ja halt dein, weißt du? Weil ich immer sehe, du fliegst ja eigentlich immer teilweise nur Wing und so. Ah, by the way, das Video mit Jan Mann, sehr geil, ne? Ohne Witz, Mann. Das war mega, mega chillig gemacht, Mann. Auch was für ein Fuck Zufall eigentlich, ne? Jetzt mal ohne Scheiß, Mann. Was für ein Zufall. So dieses, ah, 6 Kilometer voneinander entfernt in Dänemark, unabhängig davon. Und dann einfach mal geschrieben, so, hey, bist du in Dänemark? Ja, Mann, ich bin auch in Dänemark. Bist du an dem und dem Strand? Scheiße, Mann, ich bin gerade in diesem Moment an diesem Strand. Das ist cool gewesen. Also, das hat mir sehr gefallen, wirklich, Mann. Wie gesagt, ein Platz ist noch frei und würde mich mal mega interessieren. Ein bisschen zocken. Schade eigentlich, dass Liftoff nicht mal endlich sagt, so ja, okay, scheiß drauf. Wir machen mal so für 20 Leute Platz. Ich meine, es wäre bestimmt technisch absolut kein Problem, das zu machen. Dann könnte man richtig mal was Ordentliches machen. Also, weißt du, was ich meine? Oh, das ist auch irgendwie ein komischer Winkel. Also mit 40 Grad komme ich auch irgendwie gar nicht zurande. 35 Grad, oder? 35 Grad ist eher so der Standard, ne? Also das ist so, was die meisten irgendwie auch so die ganzen
ganzen GoPro-Mounts oder sowas, die sind doch alle so bei. Siehst du, jetzt bin ich schon wieder super slow unterwegs, aber das ist genauso mein Ding eigentlich, ne? So ein bisschen flippy-floppy hier und dann alles ganz smooth und so, weil ich dann irgendwie, für mich ist das irgendwie so ein bisschen besser, falls es irgendjemand interessiert oder so, weil ich dann immer ein bisschen mehr Gas noch zur Verfügung habe, weil bei so 35 Grad oder sowas, da muss ich halt immer noch. Hier geht es auch schon ein bisschen schwerer so, mit so einem kleinen Winkel, das ist aber klar. Aber für mich ist das so, wenn ich zum Beispiel so falle oder sowas und ich habe so einen verdammt hohen Winkel, dann habe ich echt, ah, fuck. Dann habe ich irgendwie noch ein bisschen mehr, dann kann ich immer so kurz vom Boden echt noch ein bisschen aufpassen. Den man noch echt krass gemacht. Ja, übel, also es war. So, jetzt habe ich die Katzen verscheucht. Das war, also so ist das für mich immer so. Ich brauche also irgendwie diesen Push am Ende noch. Und wenn mein Winkel zu hoch ist und so, dann habe ich immer nie richtig Gas. Aber das liegt auch vielleicht daran, weil ich noch mit so 4S-Kram unterwegs bin. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, habe ich mich, glaube ich, noch nie so mit beschäftigt. So, ich glaube, das war am Anfang, habe ich mal ganz, wo ich ganz angefangen habe, hat mir mal einer gesagt, so, ey, was für einen Winkel brauche ich eigentlich? Und der hat irgendwas gesagt mit 35, zwischen 35 und 40 oder so. Und ich habe, glaube ich, gesagt, gut, dann mache ich 28. Und das hat für mich gepasst seitdem so. Also ich bin da nicht so aggressiv eingestellt. Da war knapp. Ja, auf jeden Fall, das wollte ich gerade sagen. Richtig. Ja, mal sehr chillig im Übrigen. Ich wollte im Übrigen noch mal ganz kurz sagen, willkommen und hallo an alle, die gerade so am Start sind. Sehr schön, dass ihr das so, dass ihr euch hierher gefunden habt. Auf jeden Fall. So, jetzt nochmal hier. Oh. Weißt du, was diese Map eigentlich noch richtig geil machen würde? Jetzt mal ohne Witz so. Es wäre irgendwie noch hier so ein fahrendes Auto oder sowas. Einfach nur ein Auto, das immer hier so fährt und dann vielleicht sich hier vorne so einmal rumgurkt. Irgendein LKW oder so. Weißt du, Uncrash hat's hingekriegt. Warum kriegt das Liftoff nicht hin? Jetzt mal ohne Witz, ey. Ist doch bestimmt nicht so die dolle Aktion eigentlich. Würde ich jetzt mal spontan sagen. Aber ich will auch jetzt noch nicht behaupten, dass es so. Oh, was? Ich habe es gar nicht geschafft. Ich will auch gar nicht sagen, ob das jetzt so leicht wäre. Ich will da jetzt auch niemanden. Das bestimmt. Also ich würde es nicht hinkriegen. Ich würde überhaupt nicht hinkriegen, überhaupt irgendwas zu programmieren am Computer. Jedenfalls auch nicht so ein Spiel. Ich kann Bilder auf Paint malen. Und das war's aber auch. Aber so ein bisschen so, ich weiß nicht. Die haben ja auch ein bisschen mehr Geld zur Verfügung bestimmt. Um einfach nur zu sagen, okay, Mann, wir machen da einfach ein bisschen Autos in die Map. Irgend so was Bewegliches, weißt du? Und so, aber das fehlt mir halt an Uncrash noch. Ohne Witz, Mann. Also, wenn bei Uncrash irgendwann mal ein Multiplayer hinkommt, der ähnlich ist wie Liftoff, sodass man auch zugucken kann dem anderen und so ein Scheiß, dann ist Liftoff halt wirklich auch langsam echt ein bisschen durch, ne? So, aber solange Liftoff mit einer der einzigen wenigen Multiplayer Simulatoren ist, sind die halt immer noch ein Platz bei mir auf dem, ups, 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 Riesenwände, immer noch ein Platz bei mir auf dem Computer, obwohl ich den Platz eigentlich langsam mal bräuchte. Oh, gut gelandet, relativ. Sehr chillig auf jeden Fall, sehr chillig. So, jetzt wollen wir noch mal eine kleine Bierpause machen, also ich jedenfalls. Und wir gucken mal beim Max noch mal zu. Wir gucken beim Max noch mal zu. Wo ist meine Maus, verdammt noch mal hier? Bei Max, Mann. Max hat diesen abgedrehten 61-Grad-Winkel. Nee, du hast keinen 61-Grad-Winkel, du hast den ganz chilligen so. Wer trippy spinnt mit mir? Die Säule. Oh, diese Säule. Mach mal. Ja, sehr cool. Fuck, Mann, warte, ich komme auch zur Säule. Dann probiere ich das auch mal. Aber ich glaube, da brauche ich einen besseren Winkel für. Dann mache ich mal wieder. Ach, ich mache 38. 38 Grad sind gute Grad, glaube ich. Gleich mal an die Säule fliegen. Ist er noch da? Nö. Aber dann probiere ich das jetzt nochmal so ein bisschen so. Das ist aber auch abgedreht, ne? Es sieht aber auch cool aus. Du musst dir mal vorstellen, in welcher Position dein Quad da eigentlich ist, ne? Dieses Ding, ich meine, dein Kopf, da muss doch so übelst abgedreht schief. Er hängt da eigentlich übelst fast auf dem Kopf, so quasi, ne? Und oh, jetzt ist. Dreht sich mein Kopf auch langsam ein bisschen. Das ist so mega krass, ne? Ich meine, früher, so die ersten Quads, so dieses ZMO, nee, ZMR und sowas, da gab es ja nicht mal R-Mode und so, ne? Und von diesen wackeligen Bildern und sowas, in was sich das alles entwickelt hat, ne? Der Flugstil, die Tricks, so,
dieses ganz abgedrehte Zeug, das wäre alles früher gar nicht möglich gewesen. Ich meine, so die ersten Camps, die wir uns auf die Quatz gemacht haben, die sind meistens nur auf so einem Stück, na, so ein, wie heißt denn das? So ein Schaumstoffstück mit Kabelbindern draufgeklebt und sowas. Also da hat doch noch gar keiner, einen Kamerawinkel gab es früher noch gar nicht, weißt du? Da bist du noch losgeflogen und dann hast du gleich auf den Boden geguckt, bis die Leute mal gedacht haben, so, hey, lass uns den mal doch ein bisschen auf winkelig einstellen. Und dann kann man damit auch ein bisschen was machen, so, ne? Das ist eigentlich schon irgendwie ein bisschen anders. So, jetzt sind auf jeden Fall wieder Plätze frei. Jetzt sind noch genau, ups. Ach, hier, jetzt ist er hier oben. Jetzt sind auf jeden Fall Plätze frei. Noch genau 3 Stück. Also wer Bock hat, kann seinen Kram machen. Oh. Oh mein Gott, manchmal wird einem da richtig, also ich merke das richtig, wenn so mein Kopf ein bisschen so die ganze Zeit hin und her so. Also sowas früher, dieses Motion Sickness oder so, das hat man echt manchmal. Wenn man hier so sitzt, man muss auch mal echt überlegen, was für Krams, auf was man sich da alles konzentriert, so, ne? Wenn du so übelst schnell zu Hause oder draußen, wenn du draußen läufst, rennst du gegen eine Laterne, wenn du Pech hast. Und weil du nicht richtig hinguckst. Und wenn du Quad fliegst oder sowas, dann siehst du so einen ganz kleinen Ast auf einmal urplötzlich. Oh, meine sind meine Props schon kaputt, weil ich dumm gestartet bin. Das ist ja ärgerlich. Das ist ja ärgerlich. So, wir gucken mal bei Max nochmal zu. Max, jetzt zeig nochmal richtig abgedreht, was du drauf hast. Ja, das Gebäude, da habe ich auch schon versucht, mein Shit durchzuziehen, aber das Gebäude ist viel zu breit. Also finde ich jedenfalls. Ja, Mann, sehr cool. Freut mich auf jeden Fall. Moin im Übrigen an alle. Ich bin immer, manchmal gucke ich hier und hier und hier. Willkommen im Übrigen an alle, die da an Sidian und bin ganz. Oh, sorry, ich kann immer die ganzen Namen nicht aussprechen. Oh, ich bin so manchmal echt ein Tölpel in solchen Sachen. Auf jeden Fall, herzlich willkommen an jeden. Herzlich willkommen. Wunderschönen guten Tag. Wir gucken jetzt gerade mal bei Max zu. Am Rohrbach, Max Rohrbach. Mal gucken, was der so drauf hat. Er ist auch immer so der Smoove, ganz lange Cruisen und sowas. Also so kommt es mir jedenfalls vor. Ich weiß nicht, ob ich mich gerade täusche. Aber es ist auf jeden Fall mega chillig. Ah, ich mag das voll so mit Leuten. Das fehlt mir eigentlich voll. Wir brauchen mal. Ich würde echt gerne mal so das so. Ich weiß nicht, Mann. Das hat mir früher schon immer gefallen, wenn wir so zu zehnt irgendwo hocken und so und irgendeiner macht irgendwas oder wir machen so dieses, hey, flieg mal da und da hin und mach mal das und das und so. Das war halt immer schon. Es war halt schon cool, ne? Es ist halt cool so. Ich mag das irgendwie, die Leute. Oder wenn sie alle mit ihren kleinen Uhren. Kennt ihr diese komischen FPV-Uhren? Die kleinen so. Na? Diese FPV-Uhren halt und alle sitzen da mit ihren kleinen Uhren, wie Taschenrechner, wo sie drauf gucken und gucken bei den anderen Leuten zu und das ist halt, ah, das war halt noch, das waren noch Zeiten, das war noch cool, ne? Das war alles noch vor digital. Und ach so, er heißt Blue Spirit FPV. Hast du einen YouTube-Channel, Max? Also wenn du ein YouTuber, also wenn einer mal gucken will oder sowas, er heißt Blue Spirit FPV, bestimmt auf YouTube. Wäre auf jeden Fall mal cool zu sehen. Gucke ich nachher auf jeden Fall mal. Das merke ich mir. Ja, Mann, das ist auf jeden Fall sehr chillig. Mega chillig. Ja, Mann, sehr geil. Und jetzt, oh, da ist jemand Neues reingekommen. Da gucken wir doch mal bei ihm zu. Ach, der ist noch gar nicht drin. Da kann ich also noch gar nichts machen. So, jetzt mache ich aber auch noch mal ein paar Lipos leer quasi. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht gestört. Ups, der war knapp. Ja, Mann, aber so, das ist so. Moin im Übrigen. Ja, ich weiß, Mann. Hans, Mann, was geht? Ja, ich weiß, wir wohnen echt alle irgendwie auseinander. Ne? Deutschland ist viel zu groß, Mann. Es sollte eigentlich viel kleiner sein. Ohne Scheiß, damit wir uns ein bisschen einfacher mal treffen können. Weil die meisten Leute, die wohnen. Also, ich wohne wirklich verdammt nochmal echt so gut wie in der Mitte von Deutschland. Also, richtig in der Mitte von Deutschland. Und
Das ist für die meisten Leute auch so Hannover und sowas sind immer so 2 Stunden hier und mal 4 Stunden in die andere Richtung entfernt. Und wenn du mal wirklich jemanden richtig cooles besuchen willst oder sowas, dann sagt er zu dir, ja, ich wohne da und da und du guckst so bei Google Maps einfach mal, wo es wäre und dann, ja, 6 Stunden Autofahrt, weißt du, wo du denkst, boah, scheiße, Mann, das sind 12 Stunden, die du quasi nur im Auto hocken würdest dafür. Und das ist halt schade, ne? Es ist halt mega schade. Und gerade jetzt, wo der Spritpreis ja so krass hoch ist, ey. Thorsten, die Lobby heißt Cockroach FPV, klein, alles zusammengeschrieben. Dann kannst du da einfach mal rein und einfach mal ein bisschen rumgurken. Und dann wollen wir mal richtig den abgedrehten Shit sehen. Also im wahrsten Sinne des Wortes will ich mal richtig sehen, was du so kannst. Also, wäre halt mega, mega cool. So, jetzt mal warten. Oh, jetzt ist der andere gejoint quasi. Proity oder sowas. Keine Ahnung, aber jetzt gucken wir bei dem mal zu. So, wir wollen natürlich bei allen gucken, ne? Bei allen. Ja, haben wir mal so eine schicke Roll gemacht und sowas. Alles ein bisschen chillig und sowas. Ja, cool, Mann. Das ist genau das. Das ist genauso mein Ding. So, lieber smooth und slow und einfach nur. Ja. Ich weiß nicht, also dieses krass schnelle und sowas, dafür ist die Latenz in meinem Kopf einfach zu hoch, dass ich da wirklich, wirklich weiter weiß. Weißt du? Also das ist manchmal echt schlimm bei mir. Darum mache ich das immer lieber alles ein bisschen gemütlich, alles ein bisschen ruhig und sowas und versuche da ein bisschen, naja, ich weiß nicht, ich bin halt nicht so schnell unterwegs, bin auch zu Fuß langsam, also von daher ist das echt gut. Und jetzt ist, ach, siehst du? Pinsel mit dem eine Crew-Logo, das ist wahrscheinlich Thorsten. Würde ich mal spontan sagen. Thorsten, falls du mal, bist du das? Und wenn du gleich freigeschaltet bist, quasi von, wenn du dann startest, dann gucken wir natürlich bei dir auch nochmal rein. Und dann wollen wir mal was richtig Cooles, Quad-mäßiges sehen. So, das wäre halt schon ein bisschen cool, aber es braucht halt ein bisschen, bis du starten kannst. Oder bis ich das jedenfalls sehe. Wer weiß, ob du schon rumfliegen darfst oder so. Ah, jetzt. Sehr cool auf jeden Fall. Dann gucken wir mal bei Thorsten. Thorsten, du bist quasi live jetzt. Oh, der Start ist natürlich gut gewesen. So, Thorsten, wir gucken dir auf jeden Fall zu. Und warten. Falls du Probleme hast, sag Bescheid. Das ist immer, wenn du dir Zeit lässt, weißt du, das ist so immer zum Schluss. Es sind im Übrigen noch Plätze frei, wollte ich nur sagen. Wir sind jetzt momentan zu viert. Und 2 Plätze wären noch frei. Das wird eh nichts, ich habe keine Funke dran. Oh. Ach, jetzt. Okay. Okay. Ja gut, wenn du in die Lobby reinkommst und du hast noch keine Funke dran, dann ist natürlich, ist halt mit Tastatur und Maus. Kann man Liftoff mit Tastatur und Maus zocken? Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Oder machst du das gerade mit Tastatur und Maus? Klickst Fliegst du gerade mit Tastatur und Maus? Ah, jetzt. Ja, man fliegt sich erstmal in aller Ruhe ein. Ah, ich liebe diese Map so sehr, ne? Die ist halt mega, mega chillig so. Ah, ich wünschte, da wäre noch ein bisschen mehr. An dieser Map müsste noch ein kleines bisschen mehr sein irgendwie, ne? So irgendwie. Nur noch irgendwas Cooles. Es müsste noch irgend so ein krasses. Da muss ich mal auf den Couch bewegen. Bleib auf der Couch sitzen, ist vollkommen in Ordnung. Ja, Mann, irgendwas fehlt auf dieser Map noch. Irgendwas müsste da noch drauf. Ein fahrender LKW oder sowas oder vielleicht irgendwas. Was auch mal geil wäre, so eine Map, wo es auf einmal urplötzlich anfangen würde zu regnen oder so, ne? Ich meine, das wäre noch ein bisschen Real-Life-mäßig und so. Das wäre auf jeden Fall schon mal ein krasses Teil. So. Das wäre auf jeden Fall schon mal echt chillig, so, weißt du? So ein bisschen. So, im Übrigen an jeden, der momentan am Start ist, ich will mal sagen, Prost und so, ne?
Gönnt euch. Es ist Wochenende. So, Thorsten, ich fliege jetzt auch nochmal eine Runde. Du kannst dich ja noch ein bisschen einarbeiten. Ich weiß nicht, fliegst du gerade? Nee, so wird das nichts. Brauchen wir eine Funke dann. Bist du die ganze Zeit mit Maus und Tastatur geflogen? Mit Maus und Tastatur. Geht das? Mit Maus und Tastatur? Buh, das kann ich mir ja mies vorstellen. Weil das kann ich mir. Darum, ich habe mich schon gewundert so ein bisschen. Aber kein Problem. Aber krass, dass du es mit Maus und Tastatur oder sowas. Oder mit Tastatur gibst es. So versucht hast. Oh, jetzt bin ich auch fast. So, jetzt wollen wir mal hier so ein bisschen Gas geben. Wir brauchen auch so einen Turm hier in der Stadt oder sowas. Das wäre halt mega cool. Ja, Mann. Übelst cool. Ich würde es voll lieben, wenn wir sowas hier hätten. Ups. Fast gecrashed. Ja, hier müssten noch so ein paar Gates stehen oder sowas. Irgendwas, wo man durchfliegen kann, ne? Das wäre halt irgendwie ein bisschen. Das wäre echt mega nice, so. Aber so an und für sich ist das mit einer der besten Maps, so, weißt du? Also ich fand zum Beispiel, die Hannover-Map, die ist halt, die ist gut. Das stimmt schon. Ich fand, also Hannover zum Beispiel finde ich gut und auch so Bad Wills Yard und so ein Scheiß ist auch ganz nice eigentlich. Aber da ist halt nicht viel, ne? Und das ist so mit einer der ersten, also einzigen wirklich vollgemüllten Maps, wo du wirklich. Entschuldigung. Wo du wirklich richtig was hast, Mann. Thorsten, sag mal Bescheid, wenn du deine Funke dran hast. Nee, Xbox-Controller. Ach, halt. Was? Ja gut, da ist halt das mit dem Trottel so ein bisschen kacke, ne? Und halt die Sticks, man. Das ist halt ein bisschen blöde. Also ich hab mal versucht, bei jemandem mit der Playstation, aber ich bin in diesem blöden Röhrending hängen geblieben. Ich habe mal bei jemandem versucht, mit der Playstation zu fliegen. Und das ging gar nicht. Das war richtig mies, ne? Und ich glaube, der hat sich damals sogar noch Liftoff irgendwie extra so gekauft für die Playstation, weil er sagt, oh ja, geil, können wir Simulator üben und sowas. Und das war halt mega, mega mies, ey. Und dann war der erste Liftoff-Kram, den ich auf meinem Computer habe, war auch nur ein Crack, den ich mir damals irgendwo gedownloadet habe. Und da gingen auch, glaube ich, nur zwei Maps oder so. Also jedenfalls liefen auch nur zwei Maps auf meinem Computer. Oh fuck, das ging nicht. Aber, ja. Damit habe ich auch nicht angefangen, wo ich nichts hatte. Ja! Das ist halt das, ne? Ich meine, aber so. Ich meine, hey, ganz früher. Was heißt ganz früher? Also vor ein paar Jahren war es auch mal mega cool. Da gab es auch mal so einen Mod, dass du Quad fliegst in GTA 5. Ja, und das war halt mega, mega cool eigentlich. Ich meine, es war halt, ja gut, jetzt. So, die Physik war jetzt nicht so die beste oder so, ne? Aber ich meine mal ganz ehrlich, so, du bist durch diese abnormal riesige GTA 5-Welt mit einem Quad geflogen. Das war schon witzig. Das war wirklich witzig. Aber, naja. Das ist halt mehr so der Fun-Faktor, so, dass man einfach sagt, man kann so ein bisschen fliegen und so. Aber so, zum Üben, also, dass du deine Funke zum Beispiel hier, ich habe ja hier meine heißgeliebte. Warte mal, eine Kamera halten, eine heißgeliebte Tango. Und ich liebe die einfach nur, ne? Ich meine, ja, viele sagen immer, dass der blöde USB-Scheiß hier unten so ein bisschen stört und bei der Jumper ist es hier irgendwo an der Seite oder so. Aber mich stört das null, dass das blöde USB-Kabel da unten so doof ist. Und, ich würde halt nicht missen, ne? Also mit Funke zu fliegen. Ich fand auch selbst dann, ich glaube, ich habe Simulator noch mit so einer, mit meiner ersten, fuck man, mit meiner FlySky-Funke damals geflogen. Mit so einem übelst komischen Simulator-Kabel, was total random einfach nur hinten in die FlySky-Funke gesteckt worden ist. Und das war übelst latent und das war irgendwie alles nicht so. Aber das hat einen so viel Spaß gemacht. Puh, da bin ich so süchtig von geworden. Ja, Mann, das war auf jeden Fall mega cool. Und dann gab es all die. Dann habe ich mir irgendwann mal gedacht, da habe ich mir so quasi ein Herz gefasst und habe gesagt: Scheiß drauf, jetzt kaufst du dir Liftoff endlich mal. Und löscht diese. Diese gecrackte Version. Ja, und ich bereue es nicht. Das war so, das hat die Sucht noch viel mehr gesteigert, ne? Also, wurde ja viel schlimmer. Eigentlich ist es nur noch mehr ausgeartet. Thorsten, lass dir Zeit, alles gut. Also, wir laufen nicht weg so schnell. Sag einfach Bescheid, wenn du sagst, es passt. Dann gucken wir bei dir zu. Und,
Was ich auch damals gespielt habe, das war so der erste Simulator und den habe ich mir tatsächlich auch nur irgendwo geholt. Das war der Freerider FPV Simulator für den Computer natürlich, ne? Also es war auch nur ein Ding, auch nur so ein Ordner, den man gedownloadet hat, von dem du quasi direkt fliegen konntest. Und der war so scheiße, aber er war für damalige Verhältnisse, also wo ich angefangen habe, wo es tatsächlich nur diese Lift-Off-Sachen gab, ein bisschen wie Locky, glaube ich, aber wenn überhaupt. Und sowas, da war das einfach nur üben, ne? Bevor du deinen einzigen auf Banggood gekauften 5 Zoll andauernd crasht, da gab es halt nur so eine schlechten Simulatoren. Und das war vollkommen in Ordnung, weil, muss man ehrlich sagen, ich habe damals einen Motor gecrasht und musste mal ganz gefühlt 6 Wochen darauf warten, bis ich einen neuen gekriegt habe. Mittlerweile, jetzt, wo die deutschen Shops auch relativ erschwinglichere Motoren haben und so, ist das natürlich alles gar nicht mehr so schlimm. Auch eBay Kleinanzeigen ist mittlerweile voll mit Motoren und Stuff und die Gruppen sind alle riesig geworden, sodass man auch mal eben sagen könnte, so, ey, hast du noch einen Motor rumliegen oder sowas? Und das passt schon, weißt du, aber früher, puh, da war das schlimm, Mann. Da hast du selbst für so eine eShine Raystar Motoren, hast du gefühlt, weiß ich nicht, ein halbes Jahr gewartet, bis du das mal gekriegt hast und so. Das war mega schlimm. Vor allem Banggood-Pakete sind damals auch mal ganz häufig gar nicht angekommen. Dann hast du zwar dein Geld wieder gekriegt, aber irgendwie hat immer das Material gefehlt. So. Und jetzt, mittlerweile, pah, hast du ja auch Amazon und sowas, wo du einfach zur Not irgendwas bestellen kannst. Bevor du gar nichts hast, kannst du es auch ein bisschen teurer kaufen. Also die Zeiten haben sich echt ins Positive verändert, was FPV betrifft. Aber die Leute werden langsam immer so verwöhnt halt auch, ne? Weil die ganzen Sachen müssen natürlich auch den besten Standard mittlerweile haben. Und das stimmt, die müssen ja auch gut sein. Und genauso müssen es halt mittlerweile auch die FPV-Simulatoren. Weil so ein Simulator wie so Freerider oder sowas zu fliegen, wo die Physik oder die Grafik oder überhaupt gar nichts passt, es macht halt einfach kein Spaß, ne? Oh, ich bin direkt gecrashed, das ist ja also. Jetzt gucken wir nochmal bei Thorsten. Thorsten, bist du soweit? Oder wir gucken nochmal beim Leon Fleischi zu. Was macht der denn hier? Oh, der zieht wieder den krassen Race-Shit durch. Guck mal, wie schnell er unterwegs ist, Mann. Und auch so präzise. Du siehst richtig die harten Moves, Mann. Und ich bin so übelst, übelst krass, Mann. Warum? Wie schaffst du das, Mann? Was hast du für eine KV-Zahl? Also, falls du mich hörst, würde mich mal voll interessieren, wie du dein Setup so eingestellt hast, Mann. Bist du so 6S-mäßig und hast du alles auf deine Pizzen. Ach, vergiss es. Aber es sieht übelst gut aus, ohne Witz, Mann. Du bist mega flott unterwegs, Mann. Ich brauche gefühlt 10 Minuten, um von einer Seite zur Map zur anderen zu kommen. Und du bist da in 5 Minuten durch. Du langweilst dich doch bestimmt hier übel, oder? Weil die so klein ist, die Map, Mann. Aber da sieht man, ich würde mal pauschal sagen, dass du definitiv ein bisschen am Racen bist. Oder so, weißt du? Weil das ist alles so. Ich sehe halt so, du machst halt so keinen einzigen Roll oder sowas, du bist halt wirklich nur zack, zack, zack und sowas. Und dafür bestimmt mega gut, wenn du racest oder so, weißt du? Gerade das Racen, Mann, die einfach nur Vollgas geradeaus fliegen und bei harten Turns dann auch dementsprechend, ups, den Kick reinkriegen und so. Aber es sieht mega krass aus, ne? Also es ist übel schnell, es ist voll abgefahren eigentlich, ja. Richtig heftig. Das finde ich schon wieder mega heftig, ey. Jetzt steht er da. Und chillt. Okay, vielleicht nervös. Jetzt gucken wir nochmal bei Thorsten rein. Thorsten steht hier immer noch und macht seine Funke. Ach, scheiß drauf, dann fliege ich einfach selber noch, ne? Ich muss ja auch ein bisschen üben. Fleißig üben. Nur wer fleißig übt, der wird mal irgendwie ein bisschen nicht immer nur seine Quads. Ups. Nicht immer seine Quads crashen. Aber ich merke auch, dass wenn ich fliege, dass oftmals die, ne? Also ich drehe halt viel mehr durch, ehrlich gesagt, so hier im Simulator. Da versuche ich natürlich immer irgendwie krassen Shit zu machen, den ich mir draußen so im Real Life gar nicht trauen würde. Ja, hallo? Wer ist da? Oder habe ich gerade mich verhört? So, jetzt nochmal einen kleinen Flip hier und einen Roll und so, und dann geht das schon klar auf jeden Fall. Sehr geil, sehr geil. Ich weiß nicht, für so die, die gerade im Chat sind oder sowas, was ist denn eurer? Was ist euer Favorite Simulator? Ohne Witz.
Was ist so der Simulator eurer Träume, Mann, den ihr momentan eigentlich als Priorität auf dem verdammten Computer habt? Das würde mich mal derbe interessieren. So. Wir können auch mal, falls ihr, ich weiß nicht, wenn ihr Bock habt, wir können auch mal in eine andere Map gehen. Ich weiß ja nicht, ob das so euer Ding ist. Aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt auch nicht, welche noch gut wäre. Ups, außer wir würden. Aber in Hannover. Hannover ist halt cool, aber die ist so groß, ne? Da sieht man sich irgendwie nicht. Hier geht das schnell mal ein bisschen bergab. Schnell mal verloren. Auf jeden Fall ist diese Map hier cool. Ich würde. Oder die Kräne! Siehst du, die Kräne könnten sich bewegen. Dann könnte hier noch irgendwas dranhängen. Hier zum Beispiel noch so ein kleines Seil dranhängen und vielleicht noch eine Palette oder so ein Blödsinn. Und der Kran könnte sich so ganz langsam drehen. Das würde eigentlich schon vollkommen ausreichen. Verdammt nochmal, Leute von Liftoff. Wer auch immer dieses Lugu-Studio oder so. Oder haben die das nicht immer? Das könnten die eigentlich mal machen. Einfach mal diesen blöden Kran sich bewegen lassen. Und jetzt müsste der Boden kommen. Nee. Das wäre cool, wenn der Kran sich bewegen würde. Würde ich mal sagen. Ja, Mann, das wäre auf jeden Fall mega cool. Ach, schon wieder kaputt gegangen, ey. Ah, ich crash halt in letzter Zeit immer so verdammt oft. Das ist immer. Die Docks? Wollen wir die. Uncrashed. Ja, Uncrashed ist natürlich mega geil, ne? Aber Uncrashed können wir leider nicht zusammenspielen. Es gibt Docks in Liftoff? Will es geil zum Racen, Liftoff für Freestyle, mega und Uncrashed ist mega mit der Grafik und macht immer Bock. Das ist der Punkt. Uncrashed ist so der, das ist so das Eye Candy, weißt du? Also da bist du zwar ein bisschen alleine unterwegs, weil du halt gar keine Möglichkeit hast, aber wenn ich so dieses Bando City und so, weißt du, wo diese Werkstatt-Sachen sind und so, das sieht einfach nur mega krass aus, ne? Und meine, wenn du eine gute Grafikkarte hast und sowas, dann und du bist so auf High Settings unterwegs, dann sieht es einfach nur wirklich, wirklich schön aus, ne? Also das ist halt mega, mega cool so. Das finde ich halt super cool an Uncrashed halt, dass das alles so. Uncrashed ist im Moment auch mein Liebling. Ja, das ist es wirklich. Also Liftoff hat halt wirklich nur diesen Vorteil, dass wir uns alle auf einer Map abchillen können und sowas und mal gucken können und so. Jeder kann ja irgendwie beim anderen zugucken und so. Aber wenn du so wirklich willst, ne, so, also wenn du alleine fliegst und sowas, oder ich zock einfach nur mal so ein bisschen, wenn wir so im Discord quatschen und man fliegt so nebenbei Simulator, dann ist bei mir immer Uncrashed der Favorit, weil es ist einfach schöner auch, ne? Es sieht auch krasser aus, irgendwie so dieses, wenn ich sie, du fliegst und die Sonne blendet dich und sowas, weißt du? Es ist halt. Oh, verdammt. Das ist halt schöner, finde ich halt persönlich, ne? Mr. Batch ist am Start. Okay, wir warten jetzt noch mal ein bisschen auf ihn. Und dann ziehen wir natürlich mal rein, wie du fliegst. Ist ja wohl klar, ne? Ja, Mann, das machen wir auf jeden Fall. Dich habe ich, glaube ich, auch noch nicht. Siehst du, jetzt können wir gleich gucken. So, ich muss scheiß landen. Und jetzt gucken wir mal, Mr. Batchman, wir gucken jetzt auf jeden Fall mal bei dir zu. Falls du Bock hast, mal ein bisschen was zu zeigen. Wäre das auf jeden Fall mega cool. Jetzt muss ich mal kurz meine Katzen hier so ein bisschen, die drehen übel durch. Ja, sehr cool. So, jetzt gucken wir mal bei dir zu. Dann kann ich nämlich noch ein kleines Bierchen trinken, nebenbei. Siehst du, du bist auch mehr so der smoothe, langsame, chillige Typ, so, ne? Finde ich auch mega gut, so, das ist genauso meins. Oder du bist noch am Üben. Ah, so muss das sein. Ja, Mann. Du hast aber ganz schön hohe Rates und sowas drin, oder? Heute ist Samstag, oder? Heute ist, also, komm, ja, heute ist Samstag. Dann wünsche ich allen im Übrigen nochmal einen schönen, gemütlichen und ruhigen Samstag. Und einfach mal ein bisschen ausklingen lassen, alles so die ganze Woche. Da ist Simulatorfliegen natürlich irgendwie so mit einer der besten Sachen, die man machen kann, finde ich. Also für mich persönlich so schön gemütlich. Oh, sehr cool. Aber dieses komische Skulpturding, das fasziniert mich auch immer so dermaßen an dieser Map.
weil du da gerade so diesen abgedrehten Scheiß machen kannst. Und das Wasser, das reizt halt auch noch, ne? Also ich fliege persönlich, wenn ich unterwegs bin, draußen mit meinem Quad, ich fliege nie über Wasser. Ja, ich habe immer Schiss, dass wenn ich irgendwas passiert oder sowas, ich traue meinem Quad dann nämlich gar nicht, dann passiert irgendein Blödsinn und dann. Ach so, nee, mach ruhig, mach ruhig. Dann gucken wir mal kurz bei Thorsten zu. Dann gucken wir bei Thorsten zu. Jetzt gucken wir bei Thorsten zu. Eine Crew. Also ich fliege, genau, ich fliege draußen überhaupt nicht über Wasser, weil ich da immer ein bisschen Respekt vor habe. Gerade wenn so die Action Cam und sowas. Ich habe jetzt keine GoPro oder so. Ich habe nur die Insta One R. Hier diese modulare. Jetzt muss ich meine Kamera halten, die Cam hier. Und die haue ich immer auf meinen 5 Zoll drauf. Und da bin ich immer recht vorsichtig und sehr skeptisch. Weil ich immer Schiss habe, wenn da ein Motor mal ausfällt oder so, dann ist alles weg und dann dauert es bei mir. Dann ist halt immer scheiße, ne, wenn das dann weg wäre. So, wo ich das erste Mal Uncrash gezockt habe und die Grafik alles auf Max gestellt habe, dachte ich nur so, wow, what the fuck. Ja! Das dachte ich mir auch, tatsächlich. So, wo ich mir dachte, so krass, ne, was sie geschafft haben oder sowas, wie schön diese Maps sind, die Sonne, das Ganze, so wirklich, wirklich cool gemacht, so. Und die ganzen Maps, allein diese Fifth Element, Sache, na? Diese, weißt du, wo so die ganzen Autos rumfliegen, sowas. Richtig geil. Ich habe dein Video gesehen im Übrigen, wo du über diesen Fluss gefahren bist und so. Also das war geflogen bist. Also das hätte ich zum Beispiel nicht gemacht. Einfach nur, weil ich Schiss hätte, dass ich an so einen Ast knalle, den ich nicht sehe oder so, und dann ist halt alles weg, weißt du? Dann liegt er halt im Wasser und da wäre ich ganz, ganz traurig. Gerade vor allem bei meinem 5 Zoll. Er sieht zwar ein bisschen humpelig aus, weil ich auch noch diesen blöden Diesen, wo ich, wenn ich die One Air da so draufknalle, sieht halt ein bisschen doof aus. Aber wenn der ins Wasser fällt, ich glaube, dann wäre ich richtig, richtig traurig. Aber gut, wenn man so Leute, die natürlich hier so das halbe Regal voll haben und haben so gefühlt 6, 5 Zolls und so, dann, dann kann man sich natürlich ein bisschen mehr trauen, ne? Also ich kenne auch ganz viele, so war ich früher auch mal, wo ich noch ein bisschen mehr Kram hatte. Dass ich mir mal aus so übelsten Schrott, den ich so bekommen habe, habe ich mir einen 5 Zoll Racer gebastelt. Und der bestand größtenteils nur aus Klebeband. Und den habe ich genommen für so Übungs-Action-Sachen und sowas, weißt du, so dass ich immer, der wäre mir egal gewesen, wenn man den ins Wasser geschmissen hätte. Aber ich bin da nie zugekommen, den tatsächlich mal übers Wasser zu fliegen. Ich habe den dann an jemanden verkauft, der echt dringend einen brauchte. Und ja, habe es irgendwie nie gemacht, ne? Thorsten im Übrigen mega chillig so. Ja, Mann, jetzt ganz knapp dran. Ne? Ja, Mann, so muss das sein. Das ist schön smooth, ein bisschen durch die Gegend. Ich werde jetzt auch nochmal glatten Lipo fliegen. Ich natürlich versuche. Was mich auch wirklich, wirklich reizt, ist so dieser Cinematic-Shit, ne? Also wenn die Leute so ganz lang gezogen und ganz wenig Kurven fliegen. Und das kann ich immer gar nicht. Siehst du, da bin ich viel zu wenig am Gas gewesen und viel zu sehr in der Kurve drinne gewesen. Und jetzt müsste man eigentlich glatt so hier durch, aber ich kann das immer nicht. Ich muss immer rumflippen und hast du nicht gesehen. Aber so Cinematic-Kram finde ich auch voll schön. Wenn die zum Beispiel so durch Schulen oder Häuser oder allgemein irgend so ein abgedrehtes Zeug fliegen. Ja, Mann, das wäre auf jeden Fall mal auch was, was ich mal ein bisschen üben würde. In der Saison jetzt, weißt du? Gerade weil ich eh üben kann man immer. Hier ist dieses komische Ding hier. Oh, fuck, da bin ich nicht reingekommen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier reinkomme. Mal ein bisschen nach unten. Oh, fuck. Ja, das wird nichts. Ja, ich bin auf jeden Fall bis nach unten gekommen, sagen wir es mal so. Ja, das ist auf jeden Fall. Ich beneide die Leute immer, wenn Leute das so sind, die das so, klar, mach ich. Ja, oder hier so, hey, flieg mal da durch. Und dann sind die so, kein Problem, weißt du? Und die kommen hier ganz locker an, peilen das Ding an und zack rein. Und bei denen geht's halt so super smooth, ne? Ohne Probleme. Das ist so, ich voll neidisch drauf, Mann. Da bin ich immer voll krass, wenn ich das so sehe. Oh, jetzt sind meine Propeller schon wieder kaputt, aber wir ziehen's durch. Wir ziehen's durch. Oh, das wackelt.
Aber dann ist es wenigstens nicht so schlimm. Oh, ich hab's nicht mal geschafft. Ach, okay. Okay, das war natürlich richtig dumm. Das war der dümmste Start, den ich je gemacht habe jetzt. Ja? Es tut mir voll leid. So. Dann machen wir das mal so und ein bisschen hochziehen. Und ich will jetzt unbedingt da in dieses Loch da rein. Ah, fuck. Ich hab's nicht richtig angepeilt und ich habe meine Propeller verloren. Doof. Na gut, wir lassen das mal lieber. Nein, wir lassen das nicht, da ist der Ehrgeiz da. Aber eigentlich ist das ja sowas. Wir müssen mal vielleicht ein bisschen höher und das mal ein bisschen anpeilen. Nee, das wird nichts. Das war zu hoch. Zu hoch, zu schnell. So hast du nicht gesehen. Jetzt, da habe ich gut. Nee, das kommt zu steil. Oh, fuck. Ah, shit. Ah. Ja, ich krieg das dann auch immer nicht hin. Ich bin da auch immer so ein bisschen zu hibbelig für solche Sachen, ne? Dann will ich das immer so dringend und dann versaue ich es immer. Gerade im Simulator, also draußen hätte ich mich das nie getraut, sowas zu machen. Aber ist auch klar, ne? Gerade wenn du auf dem Dach da hinten stehst und du knallst hier irgendwo rein. Das ist halt mega doof. Immer dieses Laufen. Aber ich hasse dieses Laufen. Oh, können wir noch ein bisschen Treppen hochfliegen üben? Ich muss aber auch ehrlich sagen, das ist mir halt schon mal aufgefallen, wenn man bei Uncrash Treppen hochfliegt, dann geht das irgendwie besser. Hier wirken die. Hey, warum bin ich dagegen? Hier wirken die Treppen irgendwie kleiner. Oder das Bild ist halt anders, ne? Also so, wenn du. Hey, was soll denn das? Okay. Keine Treppen für mich. Das ist halt so die physikalischen Gesetze quasi anders, ne? Also von der Aufmachung her so. Also ich weiß zum Beispiel, dass wenn ich draußen im Real Life fliege und da ist so ein Treppenhaus echt groß, dann komme ich da einfacher hoch, aber hier ist es irgendwie wirklich klein. Jedenfalls wirkt es für mich übel klein. Und es ist halt schon schwer, ne? Aber man muss es ja irgendwie üben. Ich meine, wenn ich immer so Stilvideos sehe, der fliegt auch wirklich in jedem Scheißhaus einfach mal richtig smooth die Treppen hoch, ohne zu crashen. Und ich bin schon wieder irgendwo gegengeknallt, an eine Wand gekommen. Aber ich finde, es kann sich sehen lassen, ne? Obwohl ich nicht so der. Jetzt bin ich schon wieder fast gecrashed. Also, ich weiß nicht. Ich mache auch bestimmt übelst oft die falschen Stickbewegungen für sowas. Viel zu hektisch manchmal. Und ich habe schon gute Gimbal eigentlich, aber es könnte wahrscheinlich noch ein bisschen besser sein. Aber da sind es auch wahrscheinlich eher so die Einstellungen vom Quad selber, die mich manchmal ein bisschen blockieren und wieder kaputt gegangen sind hier alles. Verdammt! ja, Mann. So, jetzt gucken wir nochmal. Jetzt sind wir noch zu dritt. Also, wer noch Bock hat. Kann reinziehen, sowas steht im Chat. Jetzt muss ich mal ganz kurz. War letztes erste Mal über Wasser geflogen. Ja, das habe ich gesehen. Keine Ahnung. Jetzt war auch nur 2 Minuten danach, war ich am Z. Ja, Mann. Ich weiß noch, als ich gestartet bin. Entschuldigung. Als ich angefangen habe mit FPV, war ich damals noch so. Ich habe angefangen und habe mich irgendwo hingesetzt. Entschuldigung, wirklich. Und ich habe noch so meine Brille aufgesetzt und noch die alte Boxbrille und sowas. Und ich bin. Gar nicht viel geflogen, aber nur so an so ein paar Bäumen rum, so, und meine Hände haben gezittert, weißt du, mein Herzschlag war übelst hoch, ich war so übel nervös, das war so richtig krass, weil ich mir immer dachte, so, nein, Mann, wenn irgendwas passiert und so. Und ich glaube, und das hat mir jeder bis jetzt gesagt, das ist der größte Fehler, den du machen kannst, wenn du dir tatsächlich darüber Gedanken machst, ob irgendetwas kaputt gehen kann, weil du dann natürlich unnötig vorsichtig, und wenn du zu viel unnötiges Risiko hast, und immer aufpassen willst, dass am besten so gut wie gar nichts passiert, dann machst du die meisten Fehler. Das ist halt das Problem an der Sache. So war es jedenfalls bei mir, selbst mit dem Tiny Whoop oder sowas, habe ich immer jede Menge Fehler gemacht, tatsächlich sogar. Das war. Mach mal den Inverted Yaspin. Inverted Yaspin, warte, jetzt muss ich mal gucken. Da muss ich aber meinen. Ach so, das ist dieses, wenn du so, was du immer machst, ne, wenn du hoch und dann so und dich dann so irgendwie so drehst oder sowas, ne, horizontal. Warte, jetzt muss ich nochmal gucken, ich bin da. Ich weiß, du kriegst das immer gut hin, aber ich glaube, krieg das gar nicht hin, so, also, beziehungsweise krieg ich das immer gar nicht so und dann irgendwie so und dann. Oh. Aber ich schaff das immer nicht, wieder mich einmal zu drehen. So schnell, weißt du, so. Man muss ja auch super gerade sein. Schön am Horizont quasi. Also ich habe das bei dir schon gesehen, Mann. Und bei dir sieht das echt mega besser aus als bei mir so. Guck mal, ich krieg das immer nicht so schnell hin. So, und dann muss ich ja eigentlich ganz schnell wieder so.
Ah, warte, jetzt bin ich gerade. Aber jetzt habe ich es auch, glaube ich, schon wieder fast verkackt. Oh nein. Aber dafür bin ich zu langsam, weißt du? Das geht wirklich nur, wenn du wirklich krass schnell unterwegs bist. Wenn du einmal so zack oder so, aber musst halt schon gerade sein. Und du musst halt den guten Kamerawinkel haben. Ich glaube, mein Kamerawinkel ist auch gerade dafür gar nicht richtig geeignet, so. Und ich bin viel zu langsam dafür, irgendwie leider. Was fliegst denn du für einen Winkel, jetzt mal ohne Witz? So. Hoch und dann so und dann ganz schnell so und zack, kurz vom Boden. Eigentlich musst du ja kurz vom Boden auch wieder dich hindrehen, aber das habe ich noch nie hingekriegt. Also das ist mir auch immer so ein bisschen zu risky so, aber eigentlich müsste man es können. Weil anderen Shit kriege ich ja auch meistens immer hin, aber das irgendwie nie so. Aber das habe ich immer nie richtig hingekriegt, noch nie. Nee, sieht doch nicht, sieht doch top aus. Nee, Mann. Sieht übel scheiße aus. Weil ich zu langsam bin. Also du, ich sehe das bei dir immer, du drehst dich und dann ist. Merkst du aber auch richtig, dass dein Kopf da übel schnell reagiert, aber du hast auch einen anderen Winkel und du bist auch voll auf deinem Winkel, den du mit deiner Cam hast, auch voll eingesteift. Und wenn du so und dann müsstest du eigentlich viel mehr rüberziehen und so quasi. Aber. Warte, jetzt muss ich nochmal hoch und zack. Und dann. Nee, das war auch schon wieder falsch. Du darfst ja keinen Boden sehen, du musst ja eigentlich nur den Horizont sehen, so, und dann merkt man schon wieder, dass irgendwas falsch ist. Naja, so auf jeden Fall. Ja, ich würde es hinkriegen, aber ich muss bestimmt noch ein bisschen viel, viel mehr üben, so eine ganze Sache, so. So, und dann runter. Ah, hier steht auch so viel Blödsinn rum. Also, was übe ich eigentlich immer gerne auf freiem Feld, so. Aber warum mache ich das draußen eigentlich nicht? Das fällt mir eigentlich gerade auf, wenn du so, zack, und dann runter. So, zack. Nee, das war falsch. Da habe ich den Winkel nicht ganz. Ach, jetzt bin ich gecrashed. Hau ab, Katze. Das ist übrigens meine Katze. Und die macht nur Stress und Ärger, ohne Witz. Die rennen hier gerade rum und drehen hier gerade durch, Mann. Jetzt hau ab. Mach irgendwo anders Scheiße. Ja, Mann, jetzt muss ich das nochmal probieren. Jetzt hast du mich so und dann runter. Das war bestimmt auch nicht gut. So, zack. Nee, das war ein blöder Winkel. So. Und der Winkel ist bei mir so. Ja, das geht nicht richtig, verdammt. Ja, das muss man üben. Das muss man üben. Aber ich habe das bei dir auch immer gesehen, dass das eigentlich so dein Ding ist, ne? Also du machst immer so mitten auf dem Feld, mal kurz so, zack, einmal rum, so. Nee, warte mal, jetzt muss ich meinen Winkel mal wieder gucken. Vielleicht muss ich mal auch meinen Winkel verstellen. Was habe ich denn gerade für ein? 40, siehst du? Ich habe 40 Grad Winkel. Das ist gar nicht meins, Mann. Ich bin so 35. Dann mal hoch, mal ein bisschen Gas, so. Und dann, siehst du, jetzt geht's besser. Also jetzt, wenn ich jetzt so die Sticks tatsächlich gleich zur Seite machen. Nee, das ist auch hier blöd irgendwie. So gerade und dann und so, aber kommt trotzdem noch ein bisschen so. Vielleicht ist auch mein Winkel irgendwie noch nicht so ganz ausgereift. Das macht man einmal raus und hat Kinderlei. Es ist Kinderlei. 35, siehst du? 35 bis 40, vorher jetzt auf 25 Grad Winkel, echt? Dann probieren wir das mal. Vielleicht liegt es auch wirklich daran, ne? Also ich meine zum Beispiel, wenn du so einen Trippy Spin machst oder sowas, ist meistens immer ein hoher Winkel eher so von Vorteil. Aber jetzt will ich das wissen. Jetzt. Ha, siehst du? Oh fuck, aber zu langsam. Ja, Mann, 25 Grad. 25 Grad Winkel, das ist also anscheinend ein guter. Wenn du einfach nur zack und zack. Warte, 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 warte. Zack. Gerade und dann. Nee. Jetzt komm. Mach schon. So, so und dann. Ja, Mann. 25 Grad Winkel. Aber du musst halt. Aber mein. Der Quad hier, wenn ich so und ich mach einen Schlag nach hinten, dann geht er nicht richtig gerade. Weißt du? Guck mal, du siehst so und ich mach nur einmal einen ganz kurzen Kick. So. Ja, Mann, so. Das. 25 Grad ist gut. So. Und einmal rum und dann wieder drehen. Jetzt nochmal. Zack. Und rum. Und nochmal rum. Ach, Scheißdreck. Ja, Mann. Hallo? Hallo? Wer ist da? Der Lars. Ja, ich weiß doch, Mann. Ja, kenn deine Stimme doch, Mann. Was ist los mit dir? Ja, ich habe schon gedacht. Nee, ich weiß, Mann. Was geht bei dir, Mann? Spielst du gerade Lift auf? Ich bin gerade am Starten. Okay, Mann. Es sind noch Plätze frei in der Lobby und es würde mich mal Vollgas interessieren, was du hier so abmachst, also was du hier so abgehst. Und ich glaube, alle anderen auch. So, ich versuch gerade dieses Inverted Ja-Scheiß. Also es geht auf jeden Fall. Auf jeden Fall 25. Was? Ich brauche was? Halte vorher, halten den Schwung nicht hinbekommen und jetzt klappt's aber. Ja, es ist auch. Siehst du doch immer, ich habe mich am Anfang angestellt wie so ein Vollidiot. Und jetzt so, zack. So und. Ah, ne, siehst du, ich muss noch ein bisschen. Ah, ich muss noch üben, ich kriege auch langsam hier einen Kollaps. Da. Warte, so. Ah, verdammt nochmal. Aber es geht. Aber 25 Grad, du hast recht auf jeden Fall. Der 25 Grad Winkel, Mann.
Der ist es. So, jetzt ziehen wir uns nochmal bei den anderen. Jetzt gucken wir nochmal bei einer Crew, was bei ihm so abgeht. Thorsten. Und herzlich willkommen im Übrigen alle. Das ist im Übrigen im Voice jetzt Lars. Lars, Mann, hast du eigentlich. Hast du einen YouTube-Channel, Mann? Nö. Okay, alles klar. Also ihr könnt kein Abo für ihn dalassen in irgendeiner Form. Und wir gucken gleich mal bei ihm, was er so kann. Du bist letztens in der Kirche geflogen. Ja, genau. Und ist gecrashed. Und miesen Failsafe. Weil du mit FR Sky geflogen bist. Ich weiß, Schatten über mein Haupt. Ja, das ist so, wie wenn du sagst, ich will Cinematic durch ein riesiges Bando fliegen und du bist mit einer FlySky-Funk unterwegs. Und einem 10-Zöller. Ja, quasi genau, ja. Ja, tatsächlich sogar. Warte, ich mach mal ein Stück runter hier. Oder meine Kamera mal ein bisschen. Ich finde tatsächlich gerade einfach mein Kack-USB-C-Kabel nicht. Echt nicht? Oh, das ist schlecht. Ich muss mal kurz meine Kamera drehen. Nicht so weit, nicht so weit. Es tut mir leid. So, so ist das besser, oder? So ist das gut. Ja, Mann, würde mich ja Thorsten im Übrigen, wenn du noch hörst. Wir gucken dir gerade zu. So ein bisschen chillig. Und es sind immer noch 3 Plätze frei, wer Bock hat. Die Lobby in Liftoff ist Cockroach FPV, klein und alles zusammengeschrieben. Und 3 Plätze sind noch frei, ihr könnt einfach joinen. Und zeigen, was so abgeht. Ja, Mann, der war knapp, aber der war gut. Auf jeden Fall, Thorsten, Mann. Das ist auf jeden Fall sehr nice gewesen. Ja, Mann, genau so muss das aussehen. Jetzt gucken wir nochmal bei Leon Fleisch hier rein, was er so hier macht. Oh, er ist wieder so krass fast unterwegs, ey, das ist so furchtbar. 61 Grad Winkel und so ein Zeug, Mann, Hauptsache Power. Voll abgedreht, ey. Aber deine Movements sind halt übelst präzise, ne? Also, du machst halt hier da schon einen klaren Crash und sowas, aber ich sehe halt richtig, wie du so, weil es wirklich wie auf Schienen manchmal ist, ne? Es ist halt. Ist halt heftig, ne? Würde mich mal interessieren, ob du professionell irgendwie am Racen bist oder so, oder allgemein ziemlich hart am Racen. Weil das ist schon halt mega, das ist halt schon krass schnell, ne? Ohne Witz, ey. Ja, Mann, das ist auf jeden Fall krass, Mann. So, für alle, die jetzt im Übrigen, da wir ja gar nicht so viele sind, momentan im Chat, und das ist eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Es wird bald, ihr könnt euch schon mal quasi darauf vorbereiten, in ein paar, vielleicht in so 2 Wochen oder sowas, gibt es auf diesem Kanal ein kleines Giveaway, und das wird quasi so sein, aber das machen wir halt echt erst, wenn das Wetter ein bisschen cooler ist. Und im das announce ich aber vorher noch ein bisschen. Es gibt eine Art Power Loop Challenge. Und das heißt, ich will einen Power Loop sehen von den meisten Leuten. Das mache ich dann aber später nochmal. Und das soll so ein richtig abgedrehter Power Loop sein. Ich meine, ganz ehrlich, wenn du über so ein paar zusammengeklappte Gartenstühle, auf denen du drauf sitzt, einen Power Loop machst, und wir uns dann die Videos angucken und das wird dann gevotet. Und zu gewinnen gibt es natürlich auch diesmal was. Und zu gewinnen gibt es tatsächlich einen Beta FPV Meteor 65 Pro mit Express LRS, 350 Milliwatt Sender, und das Ganze kommt dann so wie meiner hier in so einer abgedrehten kleinen chilligen Beta FPV Box mit einem kleinen Ladegerät und so das ganze Kram. Ich habe letztens diesen Express LRS Beta FPV vorgestellt und Beta FPV war so freundlich, mir 2 zur Verfügung zu stellen. Einen behalte ich natürlich für meine ekligen Verhältnisse, weil ich dann natürlich auch ein bisschen rumgucken möchte in meiner Bude, aber ich möchte einen an euch weitergeben. Und ihr könnt euch schon mal darauf gefasst machen, aber ich muss halt noch warten, bis das Wetter ein bisschen schöner wird. Gerade weil ihr ja Powerloopen müsst dafür. Also es ist natürlich Voraussetzung, dass ihr irgendeinen coolen Powerloop macht, zum Beispiel sagen wir mal um einen Baum oder so, jetzt kein gefährlicher Shit oder sowas. Und das kommt aber später noch. Ihr könnt euch auf jeden Fall drauf freuen. Es wird bald kommen. Sagen wir mal so, ich weiß nicht, wann fängt Sommer endlich mal an? Vielleicht in so 2 Wochen oder sowas. Irgendein Scheiß. Und da geht es einfach nur darum, dass wenn ihr zum Beispiel einen richtig abgedrehten Powerloop macht und dann richte ich mir vorher noch eine Dropbox ein, wo ihr mir einfach dann das Video schickt und sowas. Aber das schreibe ich vorher alles noch. Details werden noch folgen im Nachhinein. Und
dann werde ich, werden wir daraus so ein ganz langes Video machen mit all euren Clips quasi und wir ziehen uns das dann gemeinsam rein und die ganzen Leute, die halt zugucken und sowas, die werden natürlich auch ein bisschen voten und so, wer das kriegt. Und ja, also übt Powerloops, Leute. Wer Bock hat, übt Powerloops. Es könnte sich eventuell super lohnen, ne? Also wenn ich einen Powerloop, sagen wir mal, unter so zwei gestapelten Autos sehe oder sowas, ne? Könnte dein Gewinner sein, das wäre auf jeden Fall cool. Aber keinen gefährlichen Scheiß machen, also nicht unter den Beinen durch oder sowas. Ich will nachher nicht, dass sich irgendeiner in die Wade schneidet oder sowas, wenn er dann mit dem 5 Zoll durchbasht. Keine Kinder mehr kriegen kann. Irgendwie so einen fiesen Scheiß, weißt du? Also das muss nicht sein oder so, aber auf jeden Fall, ja Mann, das ist auf jeden Fall, das wird bald kommen und folgen. Ja. Und was? Silly me, I found why I haven't been able to join. This is a liftoff. I was launching the Locky drone. Oh, Johnny, yeah, sorry. It's we playing liftoff. And you have its places now free, actually. It's 4 and we have 2 left. So if you want, just start your liftoff stuff and let's fly together. I would say so. Ja, tut mir auch leid für mein Kack-Englisch. Also ohne Witz, ich habe so lange kein Englisch mehr fließend geredet oder so. Ganz, ganz furchtbar. Und ja, haben will. Ja, natürlich. Also es kommt auf jeden Fall. Er liegt hier. Und ganz ehrlich, dieses kleine Teil ist mega, mega chillig. Ja, es kommt in dieser kleinen witzigen Box. Ey. Es ist voll geil, das Teil. Und darum gibt es einen. Das ist der mit der 19.500 kV und den 35mm Props. Und selbst ich muss sagen, ich habe so einen Throttle Cut reingemacht. Ich glaube auf 85% oder sowas, weil er mir für die Wohnung echt zu schnell ist. Also du kannst damit richtig schön gemütlich racen. Darum, coming soon quasi. So, lass uns mal noch so 2-3 Wochen warten. Oder 2 Wochen, bis das Wetter richtig schön ist. Hier ist der nächste reingekommen, FPV Matze. Wir gucken dir gerade zu, Matze, falls du gerade zuhörst. Und falls du zuhörst, mach mal irgendeinen Roll oder sowas, so, weißt du? Und dann können wir mal sehen, ob das klappt. Ich gehe mal auf die Suche nach meinem USB-C-Kabel. Lass dir Zeit. Ich glaube, mein kleiner Bruder das mitgehen lassen oder so, bis gleich. Na klar. Ja, Mann, auf jeden Fall kommt das auf jeden Fall, ne? Mit dem Whoop. So, das wäre auf jeden Fall nice. Aber wie gesagt, da mache ich vorher noch, da gibt es dann auch noch ein kleines Announcement-Video und sowas und ich werde noch ein bisschen erklären, was genau macht. Es wird natürlich ein bisschen Regeln geben. Weißt du, so, also, ich glaube, es sollte Minimum 2,5 Zoll sein oder sowas, also nicht mit einem Tiny Boop oder so, sondern schon irgendwas Cooles. Es muss schon irgendwas Cooles sein, weißt du, es muss richtig reinkicken, so ein Powerloop halt. Am besten gleich 2 hintereinander und sowas damit, weil die alle, die zugucken, ich werde das nicht entscheiden, wer das dann am Ende kriegt, sondern quasi alle, die zugucken, da gibt's dann noch ein Vote für pro Video und sowas. Ah, ich lass mir da noch was einfallen, irgendwas Cooles auf jeden Fall, habe ich mir da was richtig Chilliges überlegt, so ein bisschen. Richtig, überleg dir mal, was für einen coolen Powerloop du machen willst, Mann, weil am Ende quasi, es wird auch nicht gezeigt, wer. Also ich schreibe keine Namen, sagen wir mal, ich kriege 10, 20 Videos zugeschickt, dann steht immer nur an den Videos 1, 2 und 3 und 4 und sowas, so dass es da keine, dass niemand weiß, wer das ist und so, weißt du, also du kannst das quasi anonym deinen Powerloop zeigen und weißt du, falls vielleicht kann ich ja irgendeiner nicht leiden oder irgend so ein Scheiß. Und dann müssen die Leute einfach nur in den Chat schreiben, 1, 2 oder 3 oder 5 oder so. Und das wird dann am Ende ausgezählt. Und dann gibt's einen Powerloop. Ja, mach einen Powerloop, wie's Bando. Ohne Witz. Zieh's durch. Zieh's durch, Mann. Hast es. Ja, sehr geil. Ich war in meiner Munikiste bei den Akkus dabei. Ich hatte am Mittwoch, als ich hier die Kirschenaktion da hatte, ja, alles nur in den Rucksack reingeschmissen. Oh, okay. Ja, und für alle, die im Chat noch sind oder sowas, der Server heißt Cockroach FPV auf Liftoff, kleingeschrieben. Und dann geht das schon auf jeden Fall klar, Mann. Alles klein. Oh ja, genau. Ja. Cockroach FPV zusammengeschrieben und kleingeschrieben. Und dann kommst du in die Map. Ja, du bist gerade drin, ich sehe. Gleich, wenn du gleich kannst du starten und dann.
Gucken wir dir mal zu, ne? Würde ich sagen. So, ich muss mal ganz kurz für eine Minute weg, weil irgendwas ist gerade, hat gerade richtig geknallt bei mir in der Bude. Okay, ich bin wieder da. Die Katzen haben Stuhl umgeschubst, falls einer fragt. So, bist du schon am Fliegen? Ich bin schon am Fliegen, ja. Dann gucken wir dir direkt mal zu. Okay. So, wir gucken dir jetzt zu. Zeig mal, was du kannst. Ja, was steht hier noch? Ja, bin bei mir. Bandus, das ist so geil. Ich habe deinen Bandospot gesehen, ohne Witz. Und der ist richtig chill. Ohne Witz. Der ist wirklich genial. Mr. Badge ist auch wieder da. Royal Pain ist auch da. Da gucken wir dann natürlich als nächstes nochmal rein, was bei ihm so abgeht. Fliegetechnisch. Ja, sehr gut, aber du fliegst übel chillig, Mann, Lars. Also ohne Ja, Witz, also Mann, mal. du brauchst definitiv Crossfire, ne? Ja, wenn das Crossfire da ist, dann. Dann wollen wir richtig krassen Shit sehen, Mann. Vielleicht machst du dann doch mal einen YouTube-Channel. Immerhin hast du eine GoPro und alles. Ja, ich lade das eigentlich alles, wenn dann nur auf Insta hoch. Da habe ich ja sowieso auch nur zwei Videos. Das, was hauptsächlich eigentlich bei mir noch fehlt, sind irgendwie so geile Spots dann auch noch, wo man fliegen kann. Ja gut, aber du durftest letztens über deine Kirche fliegen und sowas, ne? Also du hast eigentlich Ja. relativ coole Sachen so. Ich hoffe Aber morgen. guck mal, das ist Ja. mein drittes Video, was öffentlich geht, und das kommt schon im Kino wahrscheinlich. Ja, voll geil, Mann. Ohne Witz, genau das ist, was die Leute wollen, weißt du? So einen krassen Scheiß. Wenn ich Glück habe und dann kann ich morgen, auch so an die Leute im Chat, kann ich morgen, wenn ich Glück habe, bei der Monster Truck Show hier in meiner Stadt mit dem Cinewhoop, mit dem hier. Das ist der Beta FPV 95X mit der SMO 4K. Kann ich um einen Monster Truck fliegen und in einem Auto, was so aus 40 Metern oder sowas von einem Kran geschmissen wird und auf einen T4 knallt oder sowas. Damit kann ich dann rumfliegen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass morgen das Wetter mitmacht und dass die Show stattfinden wird. Ja. Ja, Mann, sehr cool. So, die Lobby ist auch leider schon wieder voll, falls irgendwelche Leute eventuell jetzt warten. Jetzt gucken wir mal ganz kurz bei Royal Pain rein. Lars, ich hoffe, das ist okay für dich, aber du schaffst das Ja, schon. ich kriege das allein, denke ich. Ja. Fliegen mit Stützrädern ist nicht. Oh, er macht gerade den abgedrehten Shit um den Kran. Das ist auch mega cool. Also Royal Pain, falls du gerade hörst. Wir gucken dir alle gerade zu. Und, ich bin 60 und ja, Mann, sehr cool. Oh, ich habe 1000 Nachrichten hier gekriegt, ganz furchtbar. Ja, für alle, die mir eventuell gerade geschrieben haben oder sowas auf dem Discord oder so, ich antworte euch später alle nochmal. Dann helfe ich euch natürlich, weil ein paar Sachen so. Ja, sehr cool auf jeden Fall, Royal Pain, Mann. Du hast auch einen YouTube-Channel, oder? Ja, Mann. Ich glaube schon, ne? Ja, doch, klar. Jetzt gucken wir nochmal bei Mr. Badge rein, was er so Schönes hat. Er crasht auf jeden Fall und schleicht da unten rum. Ah, mega witzig, ne? Ich liebe das. Ich liebe dieses Lift-Off-Scheiß. Also, dass du so zugucken kannst, was die anderen so machen, Mann. Das finde ich mega witzig. Ohne Witz. Finde ich voll cool. So die ganzen unterschiedlichen Stile und Richtungen und wie alle so mit irgendwelchen Sachen umgehen und sowas. Voll gut zu wissen. So lernt man tatsächlich, ne? Das ist, was ich früher halt. Das habe ich auch bestimmt jetzt zum eine Millionsten Mal gesagt, ne? Wo wir alle noch analoge Bitches waren. Voll gut, Mann, wo wir so jeder konnte zugucken und sowas und. Ja, es war halt was anderes, ne? Da konnte man noch lernen. Na, guck mal, ich bin immer noch eine analoge Bitch. Hey, ich muss ehrlich sagen,
Hätte ich das mit der DJI-Brille damals nicht gemacht und sowas, also wenn ich da diese Möglichkeit nicht gehabt hätte, für so wirklich kleines Geld die DJI V1 zu kriegen, hätte ich es auch nicht gemacht, weißt Ja, letztens bin ich noch in einen digitalen Kopter von einem Kollegen geflogen. Und ja, es ist halt so, es ist was komplett anderes. Es ist schon geil, aber wenn es halt nicht so teuer wäre, ne? Ja, so jetzt mache ich auch nochmal einen Akku kalt. Das Ding ist, die Brille ist nicht mal unbedingt das, was mir da die Sorgen bereitet, aber jeder Kopter ist halt mindestens 100 bis 200 € teurer. Ja, das ist es halt, ne? Das ist tatsächlich so. Finde das irgendwie so geil, sich einfach mal einen Kopter für 100 € aus Schrott zusammen zu basteln. Da sehe ich mich komplett. Aber Aber ich muss ehrlich sagen, wenn man sich Mühe gibt und so, ein 100 € Digitalquad geht auch. Hab ich ja, hingekriegt. wenn Hab ich. Ups, du ups, ups. günstig an irgendeine Air-Unit oder so rankommst, dann ja. Weil man müsste mal irgendwas basteln oder mal irgendwie entwickeln, dass man zum Beispiel die Air-Unit tauschen kann. Weißt du, was ich meine? Tatsächlich ist mir hat mir das jemand gesagt gehabt. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Er hat sich irgendwie was einen Mount aus dem 3D-Drucker gebastelt Ja. Und er hat eine Air-Unit und die kann der modular einfach in seinen Quads umbauen. Richtig, Der kennst du. kann die da einfach rausziehen wie so eine CD oder sowas. Ja, Einfach so ein Modul. kennst du diese GoPro-Schnellschlitten, diese Schnellspannschlitten? Ja, genau so ungefähr funktioniert Und das. da müsstest du vorne quasi nur, der Rahmen müsste halt, also dein Frame müsste halt vorne halt das Air-Unit und die Cam vorne in einem Paket haben. Und dann nur Ja. einen Stecker lösen und dann könnte man die Air-Unit so ein bisschen rausleiden oder so, oder vielleicht mit einer kleinen Schraube, mit einer Schraube noch so leicht fixieren und dann könnte man das einfach nur so rausziehen und könnte das in einen anderen Frame reinmachen. Wenn das gehen würde, wäre das halt richtig, richtig chillig eigentlich, ne? Also so wirklich abgedreht, krass, Mann. Ja. Sorry. Das wäre tatsächlich auch so eine Möglichkeit. Moin, wer ist da? Moin. Fabian. Hallo? Na, Royal Pain. Alles Sehr klar, leise. okay, wir haben dir gerade zugeguckt im Übrigen, ne? Ja, ich weiß, ich hab's gehört. Du bist Okay, in alles klar, Berlin. alles klar. Ja, cool, Mann. Oh. Sag mal, was, du fliegst eher so, du bist so der Freestyler-Typ, ne? Nö, ja, der Cinewhoop-Typ. Echt, du bist der Cinewhoop-Typ? Ja. Aber Also, ich dein. hab mindestens mehr Cinewhoops. Ach so, warum hast du mehr Cinewhoops, als dass du so 5 Zoll Quads hast? Was gefällt dir an dem Cinewhoop-Kram am meisten? Ja, ich fliege gerne entspannt. Beste Mann, oder? Das ist für mich auch sehr wichtig, so dieses Smooth und Slow, weißt du? Ja, deswegen, ich fühle Damals. mich echt ganz chillig. Damals bei den Flächenfliegern war das immer die Segler. Dieses Entspannen. Einfach sich mal 2 Stunden lang da ohne Motor in die Thermik gehockt und da rumgekreist. Ja gut, aber das Cinewhoop-Ding ist ja eher schon wieder was. Was fliegst du so für Cinewhoops? So eher Ich zwei. habe einmal einen Slammed Squirt Okay. und ich habe noch ein paar kleinere, so den 95 habe ich, aber als V2. Okay. Und noch einen kleinen E-Flight Cinebee von 65 oder 75. Machst du auch richtig Videos oder so? Also. Du hast doch Ja, auch über ein, meinen du, YouTube-Channel. klar, wollte ich gerade sagen. Das sagt mir halt immer voll was. Ne? Es gibt halt, wir haben gefühlt 1 Million YouTube-Kanäle in Deutschland, aber dein Name sagt mir auf jeden Fall was, weißt du? Ich glaube, ich habe dich auch sogar abonniert, 100 Pro, Mann, was ist los? Kann sein, du hattest mich auch auf jeden Fall schon empfohlen, glaube ich. Echt? Ja, dann habe ich dich auf jeden Fall abonniert. Ich versuche eigentlich so gut wie jeden deutschen Kanal zu abonnieren und sowas, weil ich das voll interessant finde, was die Leute hier so in der Gegend machen. Ja, aber sehr Ja, ich cool. konnte Ja. leider konnte ich am Montag mit meinem Kollegen Auftrag fliegen gehen. Oh, Da cool. sind wir, da hätten wir einen Indoor-Flight gehabt. Oder er ist halt alleine gegangen, weil ich arbeiten musste. Und da sind wir Indoor geflogen in der Halle von irgendeiner Verpackungsfirma, glaube ich, war das. Oh, cool. Darf ich fragen, was du für eine Action-Cam auf deinem Cinebu hast? GoPro, Auf ne? dem Slab, auf dem Squirt. Auf Ja, welchem meinst du? nee, so Ja, also auf dem allgemein. Squirt habe ich die 9er. Okay.
Und auf dem 95 habe ich momentan noch eine Insta360. Die, so eine SMO? Nee, die Insta360 ein, Go 1. Ach so, okay, okay. Ja, cool. Krass, die 9er, die ist doch übel schwer, oder nicht? Jo, packt aber ganz locker. Okay, cool. Was ist denn das? 3 Zoll, ne? Oder 4 Zoll? Ich glaube, kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Ich meine 3,5 oder sowas. Okay. Ganz cool. 4S, ne? Ja. Okay, cool. Reicht aber auch da dafür. Ja, naja, klar. Wollte ich gerade sagen. Ich meine, du brauchst da ja nicht so viel. Gerade die Cinewhoop-Dinger mit diesen Ducks oder sowas, da ist doch eigentlich, die haben doch eigentlich krassen Auftrieb so. In der Regel, ja. Aber laut sind sie halt. Obwohl sie halt auch nicht bei jedem Cinewhoop was bringen. Hm. Du musst halt gucken, dass die Props da saugut passen. Okay. Was hältst du von dem komischen 95X? Finde ich ganz entspannt, für mal wirklich reinzukommen. Wenn du noch nie irgendwas geflogen hast, ist das halt echt geil. Okay. Das war auch, muss ich ehrlich sagen, der erste, mit dem ich angefangen habe zu fliegen. Okay. Aber ich habe die V3, aber mit der habe ich noch nicht wirklich viel gemacht, ne? Also es ist 2-3 Mal geflogen oder so, aber ohne Actioncam und so. Aber jetzt will ich mal versuchen, damit auch mal wirklich was, mal wirklich was zu machen, so. Mhm. Und da frage ich immer gerne so ein bisschen nach Feedback, was die Leute immer so davon halten, weißt du? Ja, also ich fand sie ganz gut. Jetzt zumindest, wo sie eingestellt ist. Ich hatte mir den gebraucht geholt. Ja. Und da war irgendwas am... da war irgendwas am Stack nicht richtig. Und da habe ich den angeschlossen, habe abgehoben, ein bisschen gehavert. Ja. Da ist mir erstmal der erste Motor abgeraucht, weil die so heiß geworden sind. Oh, okay. Na gut, das ist natürlich blöd, ne? Jo. Oh, ist halt so. Ja, ich hoffe, meine rauchen nicht ab. Nee, du hast den doch im Stream, glaube ich, gebaut. Und da ist der doch sogar schon geflogen, oder? Ich bin den auch schon geflogen. Die Motoren werden gut und so. Also die werden nicht heiß und so. Aber ich habe halt die Betaflight, die von dem CLI, die Stock-Einstellungen, wie Betaflight das haben möchte, Beta-FPV das haben möchte, weißt du? Ja, ist doch gut. Nee, also getuned habe ich da noch gar nicht so. Ja, mal gucken, wie das so... Tuning ja auch nur ein bisschen für die Feinabstimmung. Ja gut, aber gut mit dem Betaflight, da ist 4.3 drauf, ne? Und du hast ja halt die Slider, das ist eigentlich super simpel momentan noch, ne? Ja, das stimmt. Gerade weil du auch alles erklärt kriegst und so. Also wirklich viel falsch machen. Ich fand das damals mit Betaflight 3.5 oder so, was ja noch modern damals war mit den ganzen, wo der Notch-Filter und so ein Blödsinn kam, das fand ich alles komplizierter noch. Hast du ja richtig deine Motoren, hast du ja irgendwas nur ganz leicht verstellt und sowas. Dann ist es ja, sind deine Motoren ja kochend gewesen, nachdem du zurück, gerade bei den Micros. Ja, das stimmt. Also so hatte ich das Problem jedenfalls. Oh. So, jetzt wollen wir nochmal gucken. Jetzt wollen wir nochmal, fliegst du gerade? Ja. Gut, dann gucken wir nochmal bei dir zu natürlich. Was hast du jetzt da für ein Setup bei Liftoff? Bist du da einfach nur mit dem Standard-Quad unterwegs oder hast du irgendwie so ein... Nö, ich hab, glaube ich, noch ausgerüstet gehabt, die DJI-Drohne da. Ach so, echt? Fliegst du analog oder fliegst du DJI? Halb-halb, je nachdem, wie ich gerade lustig bin. Ach so, also du hast noch beides zur Verfügung. Ja, also ich habe noch ein 5... Source One, der ist noch analog. Ja. Und dann habe ich noch so ein paar kleine Betaflight-Dinger, die sind dementsprechend ja auch noch analog. Ach so, okay. Eigentlich alles digital. Ach so, okay. Also ich habe einen digitalen 6S Freestyler noch. Ich habe ja halt dementsprechend den Squirt. Ja. Und hast du noch? Ah, und der 95 ist digital. Ah, okay, okay, okay. Hast du den, da bei dir den digitalen, hast du den Naked gemacht? Also die nee. Vista, nee, ist noch voll? Nee, die sind noch voll. Die sind auch noch gar nicht umgestellt. Ich müsste die eigentlich mal umstellen von 25 mW. Oh ja, das solltest du auf jeden Fall, das lohnt sich.
Ja, ich hab's halt letztens gemerkt. Da bin ich wirklich nur ein paar Meter und dann war halt die Verbindung schon so grisselig. Ja, das ist halt bei digital irgendwie ein bisschen blöde, ne? Ganz ehrlich, mit den 25 Milliwatt kommst du halt null weit, ne? Ja, leider. Ja, dafür, dass es damals so angepriesen worden ist, ne? So bei Rotor Riot und so, wo sie es getestet haben und so, und die sind auch nicht auf 25 Milliwatt geflogen. Ey, gut, in den USA sind die ja standardmäßig meistens so zwischen 200 und 400 Milliwatt eigentlich immer unterwegs. Mhm. Durchgehend. Ja, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber gut, die dürfen es ja auch, ne? Ja, nee, bei denen ist das wirklich Standard. Die kommen, glaube ich, sogar schon standardmäßig mit 200 Milliwatt eingestellt. Echt? Ja. Also nur wir sind so die. Ja, der EU-Raum ist halt der einzige 25 Milliwatt-Raum, so auf dem Planeten hier. Überall anders denken die sich so, yo, was geht, ne? Ja, gut, wir brauchen. Also in Luxemburg ist es auch relativ schwer aufzusteigen. Ja. Jetzt muss ich mal mein Kabel hier. So geil. Mm. Ja, sehr chillig, Mann. Aber ist krass, ne? Also du fliegst so gar kein 5 Zoll, sondern so. Also nur ja, den. Doch schon 6 Zoll. Den 6S, ne? Mm. Den habe ich auch letztens schön in eine Baumlinie gesetzt. Oh, mies. Also Bäume sind mein natürlicher Feind, Mann. Ich habe einmal einen Quad 2 Wochen lang in einem Baum gelassen. Das war furchtbar. Dann hat ja, der. Ich bin doch voll drauf gegangen. Ne? Ich hab keinen Bock, den jetzt hängen zu lassen, weil da noch die GoPro drauf war. Oh. War so mies. Ja, Mann. Wie hast du ihn runtergekriegt am Ende? Ja, ich bin auf den Baum geklettert. Oh, du bist da raufgeklettert. War hoch? Ja, aber es ging. Also, gut, ich gehe halt auch noch normal klettern, ne? Ach so, ja, gut, okay. Also ich glaube, den Baum, wo ich damals war, der war gefühlt 10 Meter hoch und so, und da waren halt so die ersten 5 Meter halt nicht mal Äste, wo man hochklettern konnte. Ich muss mal gucken, ob ich das Pro-Video noch habe, dann schicke ich dir das. Da müsste ungefähr die Höhe gut zu sehen sein. Ja, Mann, das wäre mega gut zu sehen, Mann. Das wäre mal interessant so ein bisschen, ne? Kannst ja dann mal bei der Feuerwehr anrufen, was sie dazu sagen, wenn die schon Katzen aus Bäumen retten und so. Ja, Mann, könnt ihr mal mein Quad... Was ist ein Quad? Ja, das ist meine Katze. Einmal bitte retten. Oh, ich liebe Liftoff manchmal. Eigentlich bin ich gar kein Liftoff-Fan, aber irgendwie liebe ich es irgendwie hier. So diese Map ist so. Ich muss sagen, ich finde das neue Update von. Das neue Update finde ich ganz cool von. Uncrashed. Von Uncrashed, ja. Mit diesem Racetrack. Ja, mega geil. Ja, Mann, das haben sie schon wirklich gut gemacht. Aber es ist halt blöde, dass die halt nur Maps machen und sich halt. Die sollen den blöden Multiplayer endlich mal in Gang kriegen. So wie hier, weißt du? Oh, ja, komm. Warum, was hast du gemacht? Oh, ja, guck mal gerade. Ja, ich guck. Oh, chillig. Nein. Was hast du für einen Cam-Winkel? Vielleicht brauchst du einfach nur einen höheren Winkel. Nee, ich bin 2, 3, 4 Mal rumgekommen. Ja. Sehr gut. Sag mal, kann ich mir eigentlich meine eigene Konfiguration noch wissen? Keine Ahnung. Oder ehrlich nur, gesagt. Ich vorausgewählt hat. Ich glaube, im Nachhinein kannst du da nicht wirklich viel umstellen jetzt in so einer Lobby, aber ich glaube, du kannst natürlich deinen eigenen Quad einsetzen, ne? Oder so, musst du mal gucken. Dann probieren wir das mal aus. Du musst, glaube ich, zuerst deinen Quad umstellen und dann joinen. Dann könnte es sein, dass du den beibehältst. Ja. Probieren wir das mal aus. Also für alle im Chat im Übrigen, das ist noch ein Platz frei, ne? Wer Bock hat. Ey, ich bin gerade da raus. Ach so. Ach so, ich dachte, du wärst noch drin. Hey, da ist mein Platz. Ach so, ich dachte, du bist noch drin. Jetzt gucken wir nochmal bei Mr. Batch rum, der fliegt ja hier auch noch rum durch die Gegend. Servus. Hallo, wer ist da? Jonas. Hallo, Jonas. Eingejoint. Okay. Jetzt muss ich mal gucken. Bist du gerade reingekommen allgemein? Boah, 5 Sekunden, ja. Ach so, okay. Dann wünsche ich herzlich willkommen, würde ich mal sagen, spontan.
Jetzt gucke ich mal hier. Ja, man, zockst du auch gerade Liftoff? Aktuell nicht, aber ich kann starten. Also leider ist momentan die Lobby, die ich gemacht habe, komplett voll. Aber du kannst natürlich trotzdem nebenbei Liftoff zocken. Vielleicht wird die Lobby dann ja leer. Und dann kannst du mit uns fliegen, wenn du willst. Passt, macht ihr Free Flight? Ja genau, wir haben den Free Flight gerade. Echt, wie bist du gerade hier reingekommen? Über YouTube? Nö, ich bin schon länger auf dem Server. Ach so, verdammt. Also ich stream gerade auf YouTube. Und wir haben eine Lobby. Hab ich mitbekommen, ja. Wir haben eine Lobby aufgemacht, aber die ist leider momentan voll. Und die Lobby heißt Cockroach FPV, aber klein geschrieben, alles zusammen. Und falls eventuell ein Platz frei wäre oder sowas, könntest du glatt mit reinkommen. Weißt du? Und kannst mal Gott und der Welt zeigen, was du so drauf hast. Ja, das heißt, Gott und der Welt zeigen, was ich drauf habe. Ich habe was, lass mich schauen, 16 Flugstunden in Liftoff oder so. Das ist aber viel, muss man ehrlich mal sagen. Das ist relativ viel, würde ich spontan behaupten. Und falls irgendwelche Leute im YouTube-Chat im Übrigen Bock haben, nicht zu schreiben, sondern eher ein bisschen Bullshit zu quatschen, der Discord-Link ist in der Videobeschreibung. Dort haben wir den Sim-Voice und jeder ist herzlich willkommen, einfach zu sagen, scheiß drauf, Mann. Ich hab Bock mitzulabern. Ich bin ja generell in dem ganzen FPV-Thema recht neu. Okay, wie lange bist du jetzt schon im FPV-Thema? Recht? 1-2 Monate. Echt? Und was hast du, was ist dein Quad? Was hast du so, was, erzähl mal was über dein Setup ein bisschen. Bisher habe ich noch gar keinen Quad, der ist seit 1,5 Monaten in Lieferung. Oh, Banggood. Oh, perfekt. Hast du noch Banggood bestellt? Nee, bei Recon, direkt, Recon, wie auch immer. Okay, was hast du dir für einen bestellt, wenn ich fragen darf? Die 5er, Recon 5. Ach so, okay. Ja, cool. Ja. Ach so, mit, du bist... Zorro. Ja. Bunten. Ja. So, Multiplayer, Lobby. Genau, jetzt ist gerade... Guck mal, jetzt sehe ich gerade, dass jetzt sind 1, 2, 3, 4, 5 Plätze. Also einer wäre jetzt noch frei. Mr. Batch ist gerade raus. Entweder ist er rausgegangen oder rausgeschmissen worden. Also du könntest könntest mit reinkommen auf jeden Fall. Jo, ist am Laden. Jetzt hole ich die Funke, schließe sie an. Dann. Ja, sehr chillig auf jeden Fall. Ja, krass, Mann, so cool. Was hat dich dazu gebracht, einfach mal das FPV-Thema für dich anzuschneiden? Ich bin von Mavic Mini quasi. Okay. Habe ich gemerkt, die, ja, Agilität, Reichweite und so weiter ist nicht so das, was ich mir unter Drohne vorgestellt habe. Er hat Drohne gesagt. Drohne geweint gerade. So. Ja, das stimmt. Ja, krass, ne? Also, was hast du mit Mavic Mini 1 bestimmt, ne? Habe ich verkauft, habe ich jetzt nicht mehr, aber ja. Ja, okay. Mavic Mini. Ja, aber die ist langweilig. Schwebescheiß und so. Bunker, die kaum noch Strom. Ich hol mal kurz ein Netzteil. Das kommt drauf an, was du damit machst, ne? Ja, also ich finde, am geilsten ist sowieso die Kombination aus FPV-Copter und so einer Kameragondel. Ja gut, aber die Mavic Mini ist ja einfach nur eine reine Schwebedrohne eigentlich, ne? Also es ist ja... Ja, es kommt halt drauf an, was du damit machen willst. Eine schöne Luftaufnahme kann man auf jeden Fall damit machen, aber wirklich FPV fliegen kann man damit leider nicht. Nee, dafür ist das Ding ja auch nicht vorgesehen. Nee, das stimmt allerdings. Ist ja eigentlich nur so für den Allerweltsmensch, der Bock hat, Drohne zu fliegen, günstig, ne? Ja. Also ich habe auch eine Mavic Mini 1. Ich sehe da halt hauptsächlich den Vorteil, die kannst halt irgendwo hinsetzen und dann mal entweder eine Langzeitaufnahme, also Langzeitaufnahme mal 20 Minuten lang filmen lassen. Einfach mal gerade aus der Luft oder halt eben aber auch Bilder kannst du mit einer FPV halt nicht machen. Nee, das stimmt schon. Also ich fand's auch ehrlich gesagt, also ich finde die Mavic Mini ist halt nicht so, wie gesagt, es ist halt, ich bin eher der so, wo bin ich denn eigentlich gerade? Ich bin so eher der FPV-Typ, weißt du, rumflippen, drehen, hast du nicht gesehen. Aber mal so einfach mal so, ich glaube, meine fliegt 29 Minuten maximal, aber es ist halt eine halbe Stunde, dass sie einfach nur. Ja, Mr. Batch, vielen Dank im Übrigen. Und so, war schön, dass du mal geflogen bist und so.
Aber wir wollten dich nicht vergraulen, hoffe ich. Und ja, ich fand's halt auf jeden Fall, die Mavic Mini ist halt cool, ne, wenn man irgendwas Krasses filmen will und so, die kannst du halt, die schwebt halt an Ort und Stelle. Die macht halt nichts dann, also die, gerade wenn du so Aufnahmen machst, schwimmen, baden, hast du nicht gesehen oder du machst irgendwas mit Family oder so, ist halt mega cool. Oder du willst eine ganz Slow-Motion-Landschaftaufnahme machen über den Wald und so, dafür sind die halt mega gut, ne? Gerade weil du den Gimbal dazu hast. Und der Gimbal ist halt mega, ne? Also da, das Bild, ja, ist halt... Generell, das ist heftig, wie sich das Ding stabilisiert. Da kann fast 20 ja. km/h Wind gehen, das Ding steht einfach in der Luft. Das richtig. Interessiert die gefühlt nicht. Richtig. Ich habe halt einfach gemerkt, dass es nicht... dass das Ding auch mega geil ist zum Angeln. Zum Angeln? Ja, von oben Fische scouten wahrscheinlich, ja. Nee, das Ding ist, wenn du ein Futterboot oder sowas hast und wirklich in sauenge Lücken gefühlt 600 Meter weg von dir fahren willst mit einem Boot, das siehst du irgendwann nicht mehr. Dann schickst du deine DJI Mini dahin und dann guckst du über den Bildschirm, wie weit du noch fahren kannst oder wohin du fahren kannst. Ach was, das ist krass. Dann bist du also mit dem Fischerboot und mit der Mavic Mini unterwegs. Mega geil, oder? Ja, das ist schon cool. Aber weißt du, was noch cooler wäre? Jetzt mal ohne Witze, wenn du ein FPV-Setup in deinem Fischerboot hast. Ja, das wäre auch so. Das wäre schon wieder... Brauchst du aber auch irgendwie was, womit du einfach auf dem Boot wieder landen kannst. Ne? Wie so ein Flugzeugträger, einfach so ein Fanghaken oder so. Übel. Nee, ich meine eine Kamera... Ist nur die Kamera aufmontiert, oder? Ach so. Ja, ich meine eine Kamera auf dem Boot halt quasi, ne? So mit dem Head-Track-Scheiß, sodass du deinen Kopf halt drehen kannst und das ist so, als ob du in einem Steuer hast. Aber ich weiß, das Mavic Mini ist natürlich einfacher, ne? Du kannst halt alles richtig gut einsehen von oben. Das ist natürlich krass. Krass, wie die Technik ist. Du musst halt nur aufpassen, dass du nicht zu flach über dem Wasser stehst, weil irgendwann Wasser und diese Regulatoren, wie weit die vom Boden... Ja, genau. Da, ich glaube, da macht die diese Autolandefunktion auch, gell? Ja, die macht da gerne mal de Flipper. Echt? Ja gut, das sind doch nur so eine Ultraschallsensoren, die da unten dran sind oder so, ne? Oder? Ja. Ja, genau, und das Wasser erkennt die dann halt eben als festen Untergrund. Und wenn du dann zu tief bist und das Wasser dann so ein bisschen hin und her schwappt, dann sagt der einfach irgendwann mal, yo, dann lande ich mal gerade hier. Ja, Mann, übel. Boah, da würde ich voll, weißt du, da würde ich voll durchdrehen, wenn du so mit deiner Mavic Mini einfach landest. Und du weißt du, nein, hörst du, mach's nicht. Landen geht bei der Mavic Mini halt nur auf Knopfdruck im Prinzip. Also schwebst dann so 50 cm über den Boden, drückst einen Knopf und dann landet die selbst. Also ja, ich weiß. Die hat aber auch irgendwie so eine komische Funktion mit dem Wasser da. Also das ist mehr ein Bug als Funktion eigentlich, dass die halt ins Wasser reinfliegt. Ich weiß, dass wenn du mit der Mavic Mini zum Beispiel ganz nah über dem Boden schwebst und dann einfach nur den Hebel, also den Gashebel, bei dem ist es ja nicht Throttle, sondern mehr so eine Gassache, einfach nur schnell runterdrückst, 2-3 Mal, also einfach nur so zack, zack, dann landet die automatisch. So hab ich's jedenfalls. Oder das macht meine einfach nur. Ach, keine Ahnung. Ist das nicht, wenn du Gashebel und diesen, keine Ahnung, für dich umzugucken, Hebel irgendwie zur Seite oder nach innen drückst, dass die dann startet? Bei dir echt? Ja, ist doch. Wenn du beide nach unten in die Mitte ziehst. Ja. Dann müsste die Autostart machen. Das ist im Prinzip wie Armen im Prinzip bei uns. Ach so, okay. Beide schräg nach unten in die Mitte, ja. Ja. Weiß ich gar nicht. Fliegen ja alle rum. Hier weiß. Ihr seid alle weiß. Oh Mann, Lars, wir gucken im Übrigen dir gerade zu die ganze Zeit, ne? Ach so. Ah, chillig. Jetzt gucken wir mal bei Jonas. Auch sehr geil, auf jeden Fall. Hättest du was sagen können, dann hätte ich mich angestrengt. Ach Quatsch, nein, das will ich immer nicht sagen, weißt du? Das ist dann versucht man ja immer sein Bestes. Aber ich möchte... So, oh je, jetzt nicht blamieren. Ja. Ja, nein, ich will ja sehen. Crashen gehört dazu, definitiv, weißt du? Mindestens zu jedem Flug. Übel. Also mit dem 5 Zoll nicht so oft am Crashen. Aber was ich halt immer gerne crashe, ist mit so Boops und so ein Blödsinn, weißt du? Hatte die Mavic Mini in Kroatien Urlaub mit dabei. Ich lese gerade nebenbei noch so den Chat.
Hab die Mavic Mini im Kroatien-Urlaub mit dabei und bin über dem Meer geflogen. Sehr nice für einen cinematischen Aufnahmen. Ja, na klar, Mann. Mit dem Wind kam die ganz gut klar und auf dem Homepoint musstest du achten, sonst landetest du im Wasser. Ja, das. Ja gut, du musst halt schon gucken, wo du gestartet bist und so, ne? Aber ich will mit meiner Mavic Mini auch mal irgendwo in Urlaub fliegen und die einfach mal starten und so. Das ist halt, dafür ist die halt super einfach, ne? Handy dran und kurz mal wahrscheinlich den blöden Kompass da drinnen kalibrieren, dass du sie so blöde drehst. Das musst du gefühlt jedes Mal machen, wenn du die anmachst. Aber dann hast du halt so endlos Flugzeit, ne? So 30 Minuten ist halt enorm. Selbst wenn du nur 25 Minuten fliegst, das ist halt doch schon eine mega lang. Ja, ich hab nur einen. Ne, ich hatte im Mavic Mini Fly More Combo. Ja, gut. Und dann drei Akkus. Jeder Akku, je nachdem, wie du geflogen bist, Wind und so weiter, 10 bis 15 Minuten. Mit allen Akkus bist du schon so auf eine Dreiviertelstunde Flugzeit gekommen. Und du fliegst nur 10 Minuten mit einem Akku? Ja. Echt? Sportmodus halt. Ach so. Ja gut, das habe ich glaube ich gar nicht. Ich fliege mit der Litchi-App. Das ist diese quasi andere App. Und da hast du dann halt mehr Funktionen und so, weißt du? Die habe ich mir halt freigestellt, so. Weil ich halt dieses Track-Modus und sowas, so dass er quasi Objekten folgt und sowas, das wollte ich halt haben, weißt du? Aber da gibt es einfach ein saugeiles Feature, muss man einfach sagen, wie es ist. Übel cool, Mann. Du kannst quasi, du kannst quasi einfach nur dieses Track-Modus und dann folgt er nicht dir selbst, sondern er folgt der Fernbedienung. Und dann hast du halt diese Fernbedienung mit deinem Handy in der Hand und kannst einfach gehen und kannst dir einfach nur einen Rucksack stopfen und der Quad folgt dir halt einfach. Und richtet den Gimbal immer auf dich. Das ist halt mega cool. Aber auf die Bäume und die Vegetation drauf an, oder? Also ich flieg dann immer einmal hoch und gucke einmal um mich herum, gerade natürlich, und stell dann natürlich ein, sagen wir mal, der höchste Baum in meiner Umgebung ist momentan, sagen wir mal, 15 Meter und die Mavic Mini hat so oder so nicht den riesigsten Bildsensor, es sieht so oder so viel schöner aus, wenn du richtig weit weg bist, dann stelle ich meistens auf 25 Meter ein und um mich herum sind keine 25 Meter hohen Bäume, also das muss man schon beachten vorher, weißt du? Dann fliegt die einfach über alle Bäume, weil die hat halt nicht diesen Sensor, die bremst halt nicht ab, ne? Die fliegt halt eiskalt einfach nur in die Bäume rein. Das ist halt der Nachteil daran. Ja, das ist halt auch wieder geil. Damit hat eigentlich alles angefangen. So, eine Mavic 2 Pro. Sehr coole Powerloops im Übrigen. Die macht ja alles. Also die hat alles, die macht alles. Das ist heftig, das Ding. Die kann mehr oder weniger komplett autonom da fliegen. Wir waren damit mit einem Jäger bei uns. Auch schon Wildschweine suchen gegangen. Übers Maisfeld dann. Das ist so geil, also das Ding, das kriegst du gar nicht kaputt eigentlich. Die macht einfach vor dem Baum 50 cm vorne dran einfach eine Vollbremsung und dann steht die. Das ist so heftig. Keine Ahnung. Ja, warte, ich muss nur kurz mit meinem Chat reden. Ja, Mann, mach dir mal Gedanken über den Powerloop. Und mit viel Glück gewinnst du den. Ich sag mal so in 2 Wochen, wenn es wärmer wird, weißt du, wenn so wirklich sich der Rest der Rotte noch ein bisschen rauszieht und auch mal ein bisschen im Rest von Deutschland alles ein bisschen wärmer ist, dann mache ich das auf jeden Fall, sodass die Leute einen Powerloop machen und vielleicht einen Tiny Whoop gewinnen können. Das wäre ganz cool. Was halt auch ist, du hast halt dieses Waypoint, ne? Also, dass du quasi wie so eine Mission planen kannst. Ja, genau. Das ist schon geil. Und so, und dann fliegt der automatisch einfach nur seine Route ab und kommt dann wieder und landet dann automatisch. Das finde ich auf jeden Fall cool. Das ist ein cooles Ding, so. Das ist jetzt vielleicht für den FPV-Piloten eher uninteressant, ne? Aber so, ich fand das mega chillig auf jeden Fall. So, der Gedanke allein, dass der Quad das kann, weißt du? Hallo, im Chat auf jeden Fall. Ist gerade jemand neu dazugekommen? Ja, ich bin jetzt auch da. Ach so, alles klar. Du zockst auch gerade Liftoff, ne? Ja, ich bin Mikle FPV, Mikle 04 oder ja, so. Ja, genau. Dann gucken wir doch glatt mal bei dir zu. Also kannst du mal zeigen, was du kannst jetzt.
nicht mehr bei mir. Dich da. Kannst du einen Trippy Spin? Was ist genau ein Trippy Spin? Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Aber wenn ich es erklären muss, dann. Ich weiß nicht, wenn du dich um den Turm drehst, aber nach oben guckst. Also quasi hier um den Kran nach oben und jetzt musst du dich drehen. Na, das ist was. Um den Kran? Genau, aber nicht. Drehen. Aber nach oben gucken. Mit der Cam im Prinzip zum Kran. Warte, ich probier's gerade. Ich bin gerade drin, glaube ich. Warte, ich guck mal. Probier's ja, grad. Ja, genau. Ich hab's auch fast. Nicht ganz? Ja. Nee, hat eben mal besser. Nee. Warte, ich will's nochmal probieren. Warte, ich komme auch mal zum Kran. Und dann, also falls du gerade YouTube noch anguckst, also der Trippy Spin ist halt quasi so, kommst du rein und drehst dich halt quasi. Okay, ja. Warte. Oh, jetzt bin ich selbst raus. Also du drehst dich quasi so um den Kran, weißt du? Siehst du es gerade? Ich bin YouTube drin, aber das ist, glaube ich, ein bisschen langsam. Okay. Versetzt, ja. Ich bin noch gerade. Ich bin noch, hab das mir auch gerade einen Prop weggehauen. Das ist ein bisschen einfacher wie um die Türme. Um den, ja, aber um den Kran ist halt. Der Kran war halt gerade so gut in der Nähe, weißt du? Also du guckst quasi nach oben und drehst dich dann so. Ich habe halt gerade ein bisschen den falschen Cam-Winkel drin. Es geht halt auch noch ein bisschen steiler quasi. Nee, geht's mit dem Winkel nicht, scheiße. Ich glaube, der Winkel ist auch zu niedrig. Was habe ich denn für einen drin? Jetzt muss ich mal gucken. Ah, 25 Grad, siehst du? Also du brauchst halt schon mindestens 35 Grad dafür, dann geht das ein bisschen besser. Oh Leute, ich bin drin. Ja, Mann, ich sehe es. Ich sehe nur deinen Schweif und du bist voll gegen den Kran geknallt. Mit 35 Grad geht's auch noch nicht. Verdammt! Okay, warte, dann mach jetzt mal. Noch ein bisschen steiler. Du musst quasi noch mit dem Arsch runter. So? Warte, jetzt gucken wir mal beim Lars nochmal schnell rein. Ja, Mann, genau so. Oh, du machst das genau in die andere Richtung wie ich da. Das geht nicht. Aber du darfst nicht so viel Gas. Ich versuche mal in die andere Richtung. Du darfst nicht so viel Gas geben, sodass du nicht quasi, dass du nicht hoch steigst. Weißt du, was ich meine? Du musst immer so auf einen. Du meinst. In die andere Richtung kann ich das nicht. Obwohl es eigentlich mehr oder weniger das gleiche ist, warte. Das ist der Kran. Ja, Inverted Orbit geht auch, genau. Das ist auf jeden Fall chillig, wenn man das macht. Also wenn ich das irgendwo draußen irgendwo mache, dann wird mir halt mega schlecht manchmal. Was für einen Cam-Winkel hast du denn eigentlich drinne? Ich habe glaube ich 35 rum. Ja gut, das müsste eigentlich gehen, ne? Also mir hat mal jemand gesagt, hier der Bento, dass du brauchst halt zumindest, ich glaube 40 oder so, dann geht's am besten. Aber ich verstelle halt auch nicht immer meinen Winkel, wenn ich fliege. So, ich bin auch ganz, ganz smooth mit dem übelst Lone Profile eigentlich unterwegs. Und ich kriege das auch nicht immer hin. Aber wenn ich dann extra den Winkel verstelle, dann komme ich immer nicht vom Fleck. Jetzt gucken wir nochmal bei Royal Pain. Ja, sehr chillig, Mann. Ich finde das mega interessant, so wie ihr so fliegt, was ihr so macht, weißt du, was bei euch so abgeht im Kopf, wenn ihr das so macht. Ich meine, wird euch manchmal schlecht, wenn ihr euren Scheiß macht. Seid ihr, jetzt mal eine ganz andere Frage. Seid ihr Piloten, die fliegt ihr im Stehen oder müsst ihr euch hinsetzen? Im Stehen meistens. Echt? Musst du dich irgendwo anlehnen oder ist dir das egal? Nö, am Anfang habe ich schon irgendwie mich immer hingesetzt, aber inzwischen stehe ich eigentlich. Fabian, was sagst du? Ja, also ich bin meistens auch nur im Stehen. Echt? Ich muss mich immer hinsetzen. Ich fliege auch eher ruhig so, also. Ja.
Ich habe mir immer so einen Campingstuhl mitgeholt und war übel. Irgendwann einfach zu faul dafür und es liegt seitdem nur im Stehen. Mhm. Da siehst du hier im Chat schreit auch jemand stehen. Na, ich bin auch eher so dieser. Ja. Also ich muss mich hinsetzen tatsächlich, sonst. Ich finde es gemütlich, weißt du? Ich setze mich lieber hin und bin ja nicht ganz so. Das Geilste ist, das ist immer die häufigst gestellte Frage bei mir von irgendwelchen Passanten, die vorbeikommen, so, wird ihnen dabei nicht schlecht? Ja, ne, ist. Wenn du da stehst und dass dieser scheiß Quad knattert da komplett durch die Gegend, wird ihnen dabei nicht schlecht? Manchmal, also wenn ich stehe, dann merke ich das schon, dass ich so leicht hin und her schwanke, weißt du? Weil es schon manchmal ganz schön dolle ist. Boah, eins meiner ersten Videos, da bin ich um mich drum herum georbitet und stand auf einem Bein auf so einem wackeligen Misthaufen. Ich bin fast da runtergefallen, ne? Also richtig knapp um mich drum herum georbitet. Es sah richtig geil aus, aber es war eine interessante Erfahrung. Ja gut, das ist natürlich doof, ne? Ja, das merke ich. Vor allem in der Scheiße da drin zu stehen, Alter. Übel, übel. 1, 2, 3, 4. Ja, Mann, mega cool auf jeden Fall. Sieht sehr gut aus. So, bei wem gucken wir jetzt nochmal rein? Machen wir mal beim Mickel. Der gerade seinen Stuff durchzieht. Also wenn ihr wollt, im Übrigen, okay, was? Safe hinsetzen. Bei meinem ersten Flug wird mir danach auch kurz übel. Übel! Also ich bin der Stuhltyp, ehrlich gesagt, weißt du? Ich brauche einen Stuhl oder irgendwas, wo ich mich hin. Oder einfach nur im Schneidersitz oder sowas, einfach nur auf dem Boden. Das ist mir eigentlich egal. Ich mag dieses so auf dem freien Feld. Ich meine, es sieht übelst cool aus, wenn die Leute immer so gerade einfach nur auf dem Feld stehen und um sich herum zirkulieren oder so. Aber ich brauch meine Festigkeit irgendwie, weißt du? Sonst gehe ich immer leicht mit dem Kopf mit und so. Darum brauche ich das. Also wenn ihr im Übrigen Bock habt, eine andere Map oder sowas, das könnte man auch machen. Das könnt ihr gerne abstimmen. Aber das ist halt die relativ chilligste so, der Rest ist relativ langweilig. Ja gut, was du machen könntest, einfach auf eine Map gehen und vielleicht mal ein Infinity Race oder sowas machen, dass du den ja nicht unbedingt machen musst. Ja. Ein bisschen mehr Abwechslung hat. Warte, wie mache ich denn das hier? Jetzt muss ich ja selber erstmal gucken. Ich glaube, da muss ich auf Dings gehen. Ich glaube, da muss ich auf Option. Game Option. Das seht ihr natürlich alle. Und dann gucken wir mal. Nee, das ist es nicht. Das heißt, ich muss euch alle in den Waiting Room schicken. Jo. Ja, ich hoffe, das ist okay für euch. Das heißt, und dann mache ich das gerne mal. Zack. Return to Multiplayer Waiting Room. Ja, confirm. Jetzt werdet ihr, glaube ich, alle rausgekickt oder so, ne? Ja. Ich gehe aber gerade mal raus und change mein Code. Jetzt muss ich Chains Settings gehen. Also wir sind Bando City. Was wolltest du haben? Infinity Race. Ja, einfach irgendwas. Also Track Selection. Und wir machen einfach mal Pipe Streams. Service Matters. Wir machen einfach das. Und dann gehe ich nochmal da drauf und jetzt müsste es wieder neu starten. Jetzt bin ich rausgeflogen aus dem Alten. Ja, tut mir leid. Ja, alles gut. Aber jetzt müsste es eigentlich nochmal wieder starten. Ja, Mann. Boyaka, Mann. Ja, Mann. Mega chillig, oder? Ah, ich liebe gechilltes Krams. es wartet. Es denkt. Okay, jetzt mache ich einfach mal das. Confirm. Ich keine Ahnung. Machen wir Default Confirm. Okay, und jetzt ist ein Race da, oder wie? Müsste. Oh, ja. Ich sehe hier diese. Ah, ja. Ja. Jetzt hängen hier diese Gates rum noch so. Wo ich gar nicht weiß, wo ich hier starten soll. Wo ist denn das? Ach, hier vorne, ne?
Ah, da, oder? Oder kann man hier irgendwo starten? Hier durch? Ach, das ist kein Track, der sich direkt auch... Nur irgendwas so. Oh, ich bin so mega mies und sowas. Aber ich komme durch die Gates. Ich knall auf jeden Fall schon mal nicht irgendwo gegen. Das ist schon mal sehr interessant. Das ist natürlich mal zu sehen. Oh, weißt du, was mich da wirklich echt... So, gut, dann gucken wir mal... Nochmal rein. Okay. Ich muss sagen, Liftoff hat auch teils richtig asoziale Race-Strecken, ne? Also, das ist mir jetzt persönlich aufgefallen. Okay. Da gibt's doch diesen russischen Holzölpark, keine Ahnung, was das ist, ne? Ja, dieser Woodpecker nennt sich das. Ja. Und der erste das ist... oder was von dem, das ist so ein asoziales Ding. Meinst du hier die Duga 1? Nee. Wo du die Dinger komplett einmal von oben nach unten diven musst. Das ist dieses Russenteil da in der Ukraine, Mann. Oder ja, ist bei Tschernobyl, das Duga-Ding. Ja, genau. Duga 1, diese Radarstation. Ja, genau. Das Raketenfrühwarnsystem von den Sowjets. Ja, ich keine Ahnung, was das ist. Oh fuck. Aber das ist halt cool, ne? Damals die Interkontinentalraketen früh aufklären. Ach so, das hat nicht wirklich geklappt, ne? Ja, doch schon, aber es sind halt nie Raketen darüber geflogen. Ja, das ist es ja. Aber es ist halt ein riesen Metallgerüst, das einfach nur dasteht. Ja. Oh, ich bin so mega mies in solchen Race-Kram. Ich guck mal bei Mikkel zu. Das ist im Prinzip eine der größten Radarstationen. Es gibt. Ja, Mann. Hallo? So, jetzt muss ich mal gucken hier. Computer hängt übelst überlastet, die Kiste, ey. Voll schlimm. So. Genau, jetzt gucke ich. Ja, gut, kenn ich. Ich spiele das auf dem Mac. Da haben wir schon letztes Mal, wo wir schon mal gespielt haben, drüber geredet. Ach so, ja. Da habe ich extra die Map für dich gewechselt, ne? Weiß ich nicht, aber... Ja. Weil du kannst doch nicht alle Maps spielen, ne? Doch, die Maps gehen schon alle. Aber so. Ich muss halt Grafik runterdrehen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, Mann, verdammt nochmal, ohne Witz, ey, wer spielt denn auf dem Mac, ne? Also wer zockt auf einem Mac-Computer? Das ist eigentlich... Ein Kumpel von mir hat auf einem Mac mit dem Mauspad CSGO gespielt, Alter. Oh, das geht gar nicht, Mann. Das ist so dieses... Dann habe ich dem extra eine Maus gekauft und das undankbare Stück Scheiße hat gesagt, nee, mit Maus kann ich nicht spielen und spielt mit dem scheiß Mauspad weiter und reißt auch noch was, Alter. Echt? Ja. Also dieses... Ich habe auch nur einen Laptop, ehrlich gesagt. Und dieses Trackpad... Also dieses Mauspad, das ist bei mir gar nicht aktiv, ne? Oder ist es bei mir aktiv? Ja. Nee, habe ich gar nicht aktiv. Das ist... Also das will ich auch gar nicht. Ich habe meine Gaming-Maus, das reicht mir. Na, ich benutze an sich gern ein Trackpad, aber zum Zocken... Nee, Mann. Genau nicht. Das ist, wenn so ein Xbox-Gamer... ein PC-Gamer platt macht, weil er mit dem Trackpad, also mit dem Mauspad spielt, weißt du? Muss ich gar nicht. Ich bin in deinem Discord, aber mein Mic funktioniert irgendwie nicht. Ah, gut, ich bin aber gleich auch nochmal raus. Also hier hat mir gerade jemand geschrieben, Leon Fleischer, kannst du das Rennen irgendwie starten oder geht das nur nicht? Also ich kann kein Rennen starten oder sowas, ich kann gar nichts machen. Das ist nur dieser Track, der gerade aufgebaut wurde irgendwie und also ich kann da kein spezifisches Rennen starten leider, das geht hier nicht. Die haben hier jetzt nur irgendwie diese Ringe aufgebaut, so. Aber bei dir will ich ja mal gucken, du bist doch eh irgendwie so ein Race-Bro, ne? Muss ich mal gucken, wo ist meine verdammte Maus hier? Hier, zack. Leute, ich bin mal weg, gell? Ja, Mann, ich wünsche dir noch einen schönen Abend, Mann. Ich euch auch. Tschö, man sieht sich. Jo, Mann. Aber ist krass, ne? Also bauen die einfach nur diesen Track auf und dann ist das für die cool so, oder wie?
Ja, ich glaube an sich, man kann schon auch das mit Rundenzeiten machen. Also die Option, das müsste gehen. Also die Option habe ich hier ehrlich gesagt gerade nicht, muss ich sagen. Ist das ein normaler Racetrack von denen oder einfach? Ja, das habe ich jetzt nochmal bei denen eingestellt und so. Interessant. Also ich habe hier keine Option, dass ich da irgendwie was spezifisch starten kann. Ja. Hier gibt's auch noch so einen coolen Racetrack durch die Häuser durch. Okay, und wie heißt der? Boah, müsste ich selbst gucken. Weil dann müsste ich wieder die Lobby wieder dicht machen und wieder eine neue aufmachen. Ich guck grad mal. Ja. Kann ich das gerne einstellen. Das wäre kein Problem. Das ist eigentlich ganz, ganz cool so. Wie heißt denn nochmal die Map? Julibus. Und deswegen ist immer noch nicht da. Es war, ganz ehrlich, Julibus aus dem Chat jetzt, also ganz, wenn, ich habe ihn in den blöden Briefumschlag gemacht, man mit dem, scheiß Libro, in so ein Luftpolster-Ding, wenn der nicht kommt, also wirklich gar nicht kommt, dann sag mir einfach nochmal Bescheid, schreib mir einfach nochmal, ich habe hier noch ein paar liegen, und dann schicke ich dir einfach noch einen zweiten, weißt du? Ach, wo du gerade warst, bei den Spieleinstellungen oben links. Dann muss ich mal, bei Option, oder? Gaming-Option? Nee. Nee, bei Lob-Dings, warte mal. Zoom. Waiting Room. Aber da muss ich alle wieder rauskicken, ne? Also dann geht's schon wieder bergab hier. Oh ne, wir lassen das so. Warte, so. So, ich suche gerade mein Stuff hier. Also ich bin mega schlecht im Racen, das muss ich auch ehrlich zugeben. Ich schaffe das immer nie. Ich krieg das immer nie hin. Irgendwas, also Racen bin ich furchtbar. Das, ich bin gerade mal so ein bisschen am Freestylen. Und ich bin auch nur ein bisschen noch dazu gekommen, weil ich ab und zu mit FPV-Hans und mit denen ein bisschen zusammenspiel. Und die sind meistens immer nur im Racen. Ja. Deswegen bin ich da so ein bisschen. Wenn ich eigentlich nur Sim spiele, fast nur im Racen. Krass, ne? Aber ein guter Racer sagt immer, dass er der beste Freestyler ist, weil er besser durch die Gates kann. Na gut, die fliegen halt sauruppig, die Race. Also. Übel. Die Kurven sind richtig geschnitten und sowas. Also die sind ja nicht auf dieses. Das muss nicht schön aussehen bei denen, weißt du? Aber ich habe auch wieder einen scheiß Kamerawinkel. Ich bin hier bestimmt wie so ein Trabant unterwegs. Und gegen das Gate geknallt. Das ist ja assi. Oh, jetzt muss ich mal... Oder ich muss mal meinen Winkel hochstellen. Oh, was habe ich denn? Ja, gut, ganz ehrlich. Mal 45 Grad Winkel. Und dann gucken wir mal. Machen wir mal 44 Grad. Ja, unangepasst. Nee, das geht auch nicht. Und das habe ich nicht gekriegt. Und das habe ich auch nicht gekriegt. Aber das... Also mit dem Tiny Boop kriege ich tatsächlich echt mehr Geld hin, als mit diesem 5 Zoll Liftoff-Kram hier. Das ist sehr kurios. Oh, guck mal, ich werde hier voll überholt. Mal ein bisschen Gas geben hier. Oh, fuck. Oh, hängen geblieben. Na gut. Aber ist krass, ne? Also wenn ihr wollt, ich kann gerne noch ein anderes Race anmachen. War aber richtig, Waiting Rooms dann in ein neues Spiel starten, oben links. Ach so, okay. Gut, dann machen wir das ganz ehrlich nochmal neu. Also für alle, ihr seid ja so oder so gerade am Zuhören. Ich gehe nochmal in den Waiting Room. Das heißt, ihr werdet nochmal alle ganz kurz rausgeschmissen. Oben links. Jetzt muss ich Change Settings gehen, oder? Nein, fuck. Doch, Track. Wir machen einfach mal den. Update Settings, ja, okay, jetzt denkt er drüber nach. Aber hier passt. John Gamechat, aber hier macht irgendwie nichts, ne? Also ich sehe ehrlich gesagt nichts. Macht ein Free Flight. Also bei uns lädt jetzt die Lobby, sind bin ich wieder zurückgekommen. Ja. Halt. Ja, war richtig. Oben Waiting Room und dann im neues Spiel starten oben links, aber ich sehe hier irgendwie gar nichts. Also ich sehe hier nichts. Da steht halt noch Game Mode Free Flight, ne? Ach so, okay, warte, dann mache ich den. Ach so, Infinity Race, ja, okay, tut mir leid. Dann machen wir das so und dann starten wir nochmal das ganze Gedöns. Jetzt müsste es eigentlich laufen. Ach so, okay, ja, gut. Ich bin halt nicht so
nicht so erfahren in Racetracks aufbauen im Liftoff. Nee, alles gut. Was meinst du? Wir machen Default und Start. Default? Nee, ich meine, wir sind immer noch in einem Free Flight. Nee, aber rein tödlich nicht mehr. Wo ist denn hier? Waiting Room. Ich bin auch mega langsam unterwegs hier, aber. So ich, echt? Ja. Aber dann hat er das nicht übernommen. Dann muss ich nochmal. Dann gehe ich nochmal. Waiting Room. Und schmeiße euch halt nochmal alle raus. Ist ja nicht so schlimm. Game Settings darunter. Freestyle auf Race ID. Ja. Habe ich dort Change Settings? Nee, er ist tatsächlich immer noch auf Free Flight. Infinity Race, Mann, was ist los? Dann gehe ich hier No Race. Dann mache ich dieses. Das kannst du auch einfach mal bei den Races ein bisschen durchklicken, was dann vielleicht kann. Ja, jetzt steht Infinity Race. Alles klar, okay, ich habe was vergessen einzuklicken, tatsächlich. Vielen Dank, Mr. Batch, im Übrigen. Er hat mir nämlich das gerade auch erklärt. Und Julibus, ja, ohne Scheiß, Mann. Also, wenn, wie gesagt, man, ich bin mit der deutschen Post echt mega unzufrieden und so. Oh, und ja. Ja, jetzt geht's. Und du kriegst. Das ist sogar, glaube ich, die Strecke, wo ich gemeint hatte. Echt? Ja. Oh, wo geht's lang? Ach, hier unten. Also, du gehst einmal über. Oh, und da rein. Über. Fuck, da rein, ja, was? Chillig. Oh mein Gott. Und hier durch. Wo geht's jetzt hin? Oh, ich weiß gar nicht, wo es hingeht. Ach so, wieder da rein. Oh, das ist ja übelst die miese Strecke eigentlich, ne? Oh, ich bin schon wieder instant gecrashed, ey. Okay, ich brauche einen anderen Winkel, Mann. Ich komme mit dem krassen Scheiß hier nicht klar, Mann. Ich brauche 33 Grad, das ist für mich vollkommen ausreichend. Okay. Oh, wo muss ich lang? Ach, hier unten. Das ist quasi mein erstes Race, dass ich auf Liftoff fliege. Und. Oh, darüber! Oh nein! Warte, jetzt. Oh nein, 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 nein. Ist halt ganz asozial, ist es da die eine Stelle, wo du wirklich über nochmal nach oben alle Stockwerke gefügt hast. Übel, ja. Ich versuche hier gerade voll durchzustruggeln irgendwie, aber meine Props sind kaputt. Und jetzt bin ich auch schon im Arsch. Scheiße. Oh mein Gott, ja. Aber warte, dann gucken wir mal bei dir zu. Ich bin jetzt auch nicht der beste Racer, ne? Ja, bestimmt besser als ich. Man muss halt die Strecke können, ne? Das ist halt. Ja, es ist voll abgedreht, ey, ohne Witz, Mann. Bei ihm hier, oh, er zieht's richtig durch. Ach so, das wird auch schön markiert, so. Ja, das ist natürlich mega krass, ne? Also da. Interessant. Also wer Bock hat auf Racen, Leute, es sind noch Plätze frei, verdammt nochmal. Ihr seid natürlich herzlich willkommen. Ja, heftig eigentlich, ne? Also ich finde das cool irgendwie, das mit dem Racen. Das ist schon ein bisschen mehr. Da habt ihr recht gehabt. Das hätte man echt von Anfang an mal machen sollen. Ja gut, die halt nicht racen wollen, können halt Free Flight so. Ja, die müssen ja nicht, ne? Die können ja machen, was sie wollen eigentlich, ne? Oh, es wäre gut gewesen, wenn da. Wenn du da hoch. Ja, sehr cool. Ich probiere es jetzt auch nochmal. Das ist so. Muss auch mal irgendwie. Irgendwie gucken, dass ich hier mal ein bisschen was. Zack und rum. Und dann da rein. Oh. Verdammt. Verdammt. Oh, ich bin aber auch irgendwie. Oh nein, hier rein. Jetzt. Allen kriegst du so noch ein paar Lootboxen. Ja, Mann. Oh fuck. Oh, ich hab ihn gecrashed, scheiße. Aber es ist cool. Da könnte man echt einen ganzen, also so Race-Kram. Das ist schon. Oh, warte, jetzt muss ich mal. Ich glaube, man muss mal den Winkel nochmal ändern hier. Ich mach mal auf. Nee, ich bin.
was bin ich denn? Bin ich der 35 Grad Typ? Da bin ich immer, glaube ich, beim Racen noch gar nicht so sehr unschlüssig. Ja, ich glaube 35 Grad könnte es sein. Wenn jetzt ein Racer wahrscheinlich so ein richtiger Hardcore-Racer sagt, bestimmt so dieses, was willst du denn mit 35 Grad hier anfangen? Oh fuck, das hat auch nicht geklappt. Und jetzt rein. Und zack. Aber es ist mega eine coole Strecke eigentlich, ne? Also die ist schon super nice aufgebaut, so. Und jetzt hoch. Oh fuck. Ah, scheiße. Ah. Also wenn du immer nach oben musst, das ist natürlich das Krasse, ne? Wenn du anfängst so, der Anfang, ja, wenn man das... Halt diese komischen Winkel kriegen, dass du wirklich direkt fast kopfüber da diese, ja, in diese Gates hinkommst, ne? Ja, aber es ist cool, ne? Also so zack und runter, immer zwei. Ah, ah, ah. Immer wenn ich nach oben fliegen muss, also wenn ich oben reinfliegen muss, dann bin ich immer zu schnell, weißt du, und knall einfach nur gegen die Decke. Ah, scheiße, oder gegen die Wand. Und ich habe meine Props kaputt gemacht. Ah, das schaffe ich doch nicht mehr. Ich merke doch die Vibration, Mensch. Okay, also Racen ist für mich auf jeden Fall schon mal. Wir gucken mal bei Leon Fleisch hier auf jeden Fall. Oh mein Gott, er sieht auf jeden Fall aus. Siehst du, ich hab's doch gesagt, er ist am Racen. Er kann das schon ein bisschen mehr, oder? Das sieht alles sehr, sehr erfahren aus. So, Prost im Übrigen über an alle. Ich weiß ja nicht, ob ihr Bier trinkt oder ob ich der Einzige bin. Gute Idee, guter Einwand. Mal so ein Bier, also ich bin... Darum siehst du, das ist auch der Punkt, warum ich zum Beispiel kein Racer bin. Weißt du, was ich meine? Ich trinke mir dann immer, also wenn ich mit Freunden unterwegs bin und wir treffen uns irgendwo so, dann trinke ich mir immer so eine gewisse Latenz an. Sage ich immer gerne. Und dann bin ich schon, dann fällt mir auch die Latenz bei DJI nicht mehr so auf. Da finde ich aber auch ehrlich gesagt die Racetracks bei Uncrashed auch ziemlich geil, ne? Wenn du so, weil die Tracks sind da ziemlich schick gemacht eigentlich, so relativ große Maps und sowas, alles sehr großzügig verteilt. Auf jeden Fall geil, Mann. Ohne Scheiß, Mann. Leon, Mann. Leon Fleischi kann es auf jeden Fall mega gut. Jetzt gucken wir noch mal bei Royal Pain. Der steht. Oh. Das auch noch. Naja, jetzt komm. Oh, ja. Schön smooth und langsam da durch. Hier kann man eigentlich ordentlich Gas geben, ne? Und hier komme ich immer hoch und da habe ich dann genau das gleiche Problem. Da bin ich dann irgendwie ein bisschen zu hoch so. Und dann knall ich immer Vollgas durch die Decke, weil ich immer zu übermütig bin. Mega gut. Sehr krass, Mann. Oh, ich muss das unbedingt auch nochmal probieren. Da ist wieder ein bisschen so der Ehrgeiz gepackt. Nee, ich krieg's nicht hin. Nein, ein Stockwerk zu hoch. Ja, ich bin gerade ans Falsche reingeflogen. Ja, ich bin auch irgendwie, glaube ich, falsch, siehst du? Ah, verdammt, ich muss hier oben. Nee, jetzt bin ich auch geklettert. Da fange ich lieber nochmal neu an. Oh Gott. Hoppa mal. Ah ja, hier. Oh, oh, oh. Was ist los? Ah, nee. Ich bin einfach nicht so gut im Racen. An mir ist kein guter Racer verloren gegangen. Im Gegenteil. Ja, sehr cool auf jeden Fall. Aber ihr seid schon gute Racer auf jeden Fall. Besser als ich.
Jetzt gucken wir nochmal bei Mikkel. Wo ist meine Maus? Bei Mikkel. Ach nee, da gucken wir gerade. Da gucken wir nochmal bei Royal Pain. Das sieht auch mega gut aus. Sehr chillig auf jeden Fall. Schön ordentlich. Ja, wenn man das so gefühlt 20 Mal abgeflogen ist, dann hat man den Dreh raus langsam, ne? Ja, es geht. Wenn du nicht gerade hängen bleibst irgendwo, ne? Ja, gut, das stimmt, ne? Ja, gut, klar, man knallt irgendwo gegen und dann ist es halt so. Aber ist schon gut, Mann. Ist schon mega, mega gut. Also es gefällt mir sehr, was ihr da macht. Es gefällt mir wirklich sehr. Und die blöde Katze nervt mich schon wieder. Hau ab. Ohne Witz. Oh, ich bin super langsam unterwegs. Also Racen ist bei mir irgendwie... Nee, das ist nicht so. Oh mein Gott. Oh, was? Man kann ja nur besser werden irgendwie. Aber es ist schon schwer. Eigentlich ist das Schwere ja nur, sich zu merken, wo man rein muss. Ich finde diese Aufwärtsdinger so scheiße. Übel. Ja, nach oben ist das schwierig. Ja, ja, weil du gibst dann immer, du versuchst dann, oh fuck, du versuchst dann Vollgas zu geben und dann knall ich immer irgendwie gegen die Decke oder du knallst gegen so einen Balken oder sowas, weißt du? Diese zwei Stockwerke immer nach unten, die gehen gut. Ja, wenn du aber hier so um den Kran rumgongelst und dann so das erste Building, einfach nur eins, immer zwei Stockwerke runter. Und dann auch noch geradeaus, das geht auch. Hoch ist auch noch in Ordnung. Aber so das letzte ganze hoch. Wo bin ich denn jetzt? Hey. Ich bin irgendwie gerade auf einem Stockwerk am Boden liegen, auf der Stange hängen geblieben. Oh, was? Mhm. Oh, was? Oh, meine Rundenzeit ist mega eklig, also... Hätte ich durch Treppen gehen können. Ja, ohne Witz. So, jetzt zack. Ah, und wieder gegen die Decke knallt. So, jetzt muss ich hier nochmal gucken. Ob sich hier was verändert hat? Nein. Also, ich krieg das schon noch hin. Das geht schon. So um den Kran rum und zack. Also das erste Building geht perfekt. Nicht wirklich, aber es geht.
Schwarz hoch. Sekunden habe ich gebraucht. Puh. Oh, gecrashed. Komm mal ab, Katze. Ah, das sind 200 Millisekunden da. 200 Millisekunden. Ach, schon wieder. Ich konzentriere mich da, da kriege ich einen steifen Nacken. Nur wenn du dich richtig auf die Strecke konzentrierst, da hört man auch, da höre ich irgendwie voll auch auf zu sprechen, weißt du? Ich denke so, nee, jetzt musst du voll energisch dran gehen, ey. Und wieder gecrashed, mein Gott. Ich muss mal bei euch zugucken. Ich bin in einer Minute wieder da. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich muss mir nämlich ganz kurz was holen. Noch was zu trinken. Dann bin ich gleich wieder da. So, da bin ich wieder. So, was ist eigentlich jetzt die beste Runde gewesen bis jetzt? Also meine ist es auf jeden Fall nicht. So, also ich habe 43 Sekunden gehabt. Was habt ihr so gehabt? 26. Warum? Das du hast doch schon 39 als beste Zeit. Ich? Ja, 39 ist bei dir drin. Oh, okay. Oh, siehst du? Dann habe ich nur falsch gesehen. Du aber trotzdem. Ja, einfach gucken, wer von uns die beste Zeit hat. Das ist momentan Leon. Aber ist gut. Aber ich meine, was macht dann so ein richtiger Profi-Racer? Zieht er das in 10 Sekunden durch oder wie? Oder wirklich keine Ahnung. Ja, heftig, ne? Das müsste man ja mal. Ach ja, ja, ich sehe es. 39 steht bei mir. 35 hat Royal Pain. Mikle hat 26 und Leon Fleischi hat auch 26. Aber der Fleischi ist noch ein bisschen schneller. 0,2 Sekunden oder so ein Blödsinn. Weil er hat 26,5 und Mikkel hat 26,7. Das ist gar nicht so verkehrt, ne? Da kann man schon mal was mit anfangen. Jetzt muss ich mal richtig Gas geben hier, mal gucken, wie schnell ich das hinkriege. Oh fuck, nicht crashen. Und einen kaputten Prop. Vielleicht ist auch ein bisschen unfair. Ich bin, glaube ich, im God-Mode oder wie auch immer dieses Ding heißt. Bist du? Nee. Zumindest zerstöre ich den Dinger nie. Ich kann immer weiterfliegen. Dementsprechend, ja. Ach so. Ich glaube. Ach so. Ja, siehst du, das habe ich gar nicht eingestellt. Da habe ich gar keine Gedanken gemacht. Weil meine Propeller sind ja schon wieder. Ich bin nur einmal irgendwo gegen und Propeller sind kaputt, weißt du? Da merkst du das sofort, dass du auch irgendwie gar nicht weiterkommst. Ja. Oh, jetzt bin ich schon wieder. Nee, ich knall immer Vollgas gegen diese verdammte Decke, wenn ich anfange. Das ist ganz, 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 ganz scheiße. Jetzt einmal zack, einmal rum. Oh, jetzt muss ich mich mal drehen. Nee, also das klappt bei mir nicht. Ah, ich bin doch lieber so.
So, lieber langsam. Immer wenn ich versuche, schnell zu werden. Oh, siehst du, das habe ich gar nicht gekriegt. Dann werde ich ein bisschen hektisch. Jetzt. Jetzt habe ich schon gefühlt 20 Sekunden verballert. Und so. Und runter. Sehr chillig auf jeden Fall. Achso, hier kann ich ein bisschen. Nee. Aber bei euch klappt das schon echt gut auf jeden Fall. So, Prost im Übrigen an alle, die noch am Start sind. Gucken wir nochmal bei Royal Pain zu. Nein, bei Fleischy. Der hat auf jeden Fall den Racer-Stuff in sich. Das sieht auf jeden Fall mega gut aus. Oder? Seid ihr denn eigentlich so draußen auch alle auf Race unterwegs? Also ich meine, ist das so, wo ihr sagt, das wäre so etwas, was man immer machen könnte? Oder ist Freestyle für euch bevorzugt? Ja, nicht viel zu viel Angst, was kaputt zu machen. Ja gut, wenn du mit so einem 5 Zoll Racer irgendwo richtig gegendonnerst oder sowas. Kannst du das Ding fortschmeißen. Also ja. Richtig Racing mache ich eigentlich in echt nie, nee. Abgesehen davon habe ich tatsächlich keinen 5-Zöller. Also ich habe auch keinen Race 5-Zöller, ganz ehrlich. Das ist, weil das ist übel die schwere Kiste. Welchen ich noch interessant finde zum Racen, ist der Tiny Trainer. Den fand ich noch ganz cool eine Zeit lang. Der Tiny Trainer ist? Was für? Das ist der, das ist ein 3-Zöller, meine ich. Mhm. Und der ist angelehnt an den DLF Racer. Ach so, okay. Ja gut, so die richtigen Real Racing, Drone Racing League Quads, die sind auch übel schwer eigentlich, ne? Ein 7 Zoller und halt, ja. Also die haben mit den ganzen 5 Zollern, mit denen die hier so rumracen, eigentlich gar nichts zu tun, so. Nö, kaum. Sind doch übelst die Kisten, so mit übelst viel Licht drin, so damit man das richtig erkennt. Da sind ja auch viel mehr Vorschriften und sowas, was man da eigentlich beachten muss. Gut, bei denen rendiert sich aber auch, wenn sie irgendwo rein donnern, ne? Ja, das stimmt allerdings. Aber was fliegen die denn so mit gefühlt 200 Sachen irgendwo gegen oder so? Denkst du, die packen das? Ja, das ist ja das, aber selbst wenn die kaputt gehen, dann gehen die meistens so kaputt, da lohnt sich gar nicht hinzugehen und die zu raus irgendwie zu, weißt du, die schmeißen das einfach wahrscheinlich weg und stecken einfach gleich den nächsten ein. Ja, genau, Motto. Würde ich mal spontan sagen, so. Also bei denen ist das eher so eine. Ja, gut, ist wie ein Formel-1-Auto, weißt du? Also wenn das im Schrott geht oder sowas, dann reparieren die das wahrscheinlich auch nicht mehr wirklich. Gut, die haben in der Boxengasse gefühlt noch ein komplettes Auto als Ersatzteil, ne? Richtig, also da basteln die eher einfach nur. Da wird einfach nur ausgestiegen und dann lass uns das mal lieber. Ausgetauscht. Richtig. Auf jeden Fall cool, Mann. Wenn man bei euch so zuguckt oder sowas, das ist halt. Ihr seid schon echt ordentlich gut drauf unterwegs, Mann. Mega cool. Das finde ich schon wieder voll interessant, so zu sehen, mal so aus der Perspektive von anderen Leuten. So, ich probiere es jetzt auch noch einmal, aber. Meine Zeit wird bestimmt nicht besser.
fuck. Hab ich schon ganz vergessen, jetzt geht's hoch. So, ah, scheiße. Ich hab's nicht geschafft. Und ich bin wieder viel zu schlecht. Danke. Tipp, besser die Kurven anfliegen kann für hoch, weil irgendwie da geht mir halt asozial die Zeit verloren immer. Mhm. Also so, wenn du das erste Building so ein bisschen runterfährst oder sowas, also dann das geht einfacher, finde ich. Aber wenn die dann wollen, dass du so mit einem Gas, also so Vollgas hoch machst oder so, dann kriege ich das auch nicht hin, ehrlich gesagt. Das ist mir dann auch ein bisschen zu krass so. Ja, ich hätte halt, mindestens 4 Sekunden schneller, ne? Ja, Mann. Hey. Auf jeden Fall cool, auf jeden Fall cool. Also ich probiere es jetzt auf jeden Fall auch noch einmal. Und dann würde ich auch, oder vielleicht noch zweimal. Und dann würde ich mich nicht auch langsam verabschieden. Ich hoffe, das ist okay für euch. Warte, ich probiere es aber noch ein paar Mal. Ich will schon noch irgendwie mal gerne so auf meine wenigstens auf 35 Sekunden kommen. Also nicht ganz so... Nicht ganz so extrem, aber noch ein bisschen. Jetzt komm schon und hoch und rein. Und das schaffst du. Nee, auf 35 Sekunden komme ich nicht. Ganz knapp. 39 Sekunden. Ah, immer noch schlecht bestimmt. Ich muss sagen, für zum Racen ist die. Alles okay? Drohne von. Die DJI-Drohne, das absolut schlechteste, was du wählen kannst. Ja, das stimmt schon, Mann. Dafür ist die aber auch nicht gemacht, ne? Viel zu schwer, die treibt viel zu schnell raus. Das habe ich gerade relativ gut hier. Sieh mal hier, aber ich bin noch. Der Quad, den ich hier aber auch fliege. Ist aber auch ehrlich gesagt gar nicht so fürs Racing gemacht. Ich glaube, das habe ich mir mal früher. Ich glaube, ich habe sogar eine GoPro drauf, ne? Auf meinem. Also auf dem Liftoff-Quad hier. Für den Ausgleich. So, das hätte ich mal, glaube ich, wegmachen sollen. Gerade für so einen Scheiß, ey. Nee, das schaffe ich hier nicht. Das geht mit dem nicht. Ups. Oh, nee. Dafür ist der Quad. Ich merke richtig, wie er übelst. Der ist so schwammig. Prost, Boyaka im Übrigen, so aus dem YouTube-Chat. Ich muss auch sagen, ich werde jetzt es noch einmal versuchen und dann werde ich mich verabschieden. Und ich hoffe, das ist chillig für euch. Es war auf jeden Fall cool, dass ihr da wart, jetzt die alle noch da sind und so. Und dass ihr mit mir geflogen seid, gerade in solchen ekligen Wetterbedingungen momentan. Kann man ja leider nicht draußen rumfliegen. Das machen, ne? Hä? Das kann man ja auch ruhig mal öfters machen. Aber na, selbstverständlich. Auf jeden Fall. Das ist mega witzig. Auch zu sehen, so wie ihr so fliegt und sowas. Ich wünsche mir wirklich tatsächlich, dass Uncrashed mal irgendwann den Multiplayer in Gang bringt. Oh, fuck. Nein, das habe ich nicht. Ach, vergiss es. Ich bin raus aus dieser Racer-Sache. Ich wünsche euch einen schönen Abend auf jeden Fall, ne? Und ja, ich lasse die Lobby noch kurz offen. Also es geht jetzt um das YouTube-Gedöns. Alle, die in YouTube so sind, Powerloop irgendwo Sonntag in der Stadt. Ganz ehrlich, das mit dem Powerloop werde ich auf jeden Fall nochmal ansprechen. Für alle, die zugeguckt haben, es tut mir leid, dass es jetzt vorbei ist. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt ein bisschen und es war ganz chillig für euch.
auch mal ein bisschen zu gucken, was so die anderen Leute alle machen. Ich meine, guckt euch ihn mal an, ne? Er zieht das hier übelst gut durch und so. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Stream auf jeden Fall wieder mit dabei. Also ihr seid da mit dabei und so ein Blödsinn. Und ein schönes Bierchen, schön am Samstag, das kann man schon mal machen. Und ich hoffe, wir treffen uns mal alle so ein bisschen in real life. Und ja, schönen Abend wünsche ich euch noch auf jeden Fall. Es tut mir leid, dass es jetzt vorbei ist, aber es ist auch leider schon wieder 23 Uhr. Und ich kann hier nicht schon wieder bis um 2 Uhr morgens leider sitzen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und falls ihr Bock habt oder sowas mit mir zu quatschen oder überhaupt irgendwas allgemein so, der Discord-Link ist in der Videobeschreibung. So fürs nächste Mal, falls ihr mit mir quatschen wollt und so, macht euch ein Headset klar und sowas. Jeder ist auf jeden Fall willkommen. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Abend. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute, ne? Also ein definitives Prost. Oh, warte mal, ich muss mal ganz kurz hier mal im OBS, dann könnte ich ja eigentlich noch mal ganz kurz hier... Nein, das war falsch. Hier mache ich mich mal ein bisschen größer. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Abend, Leute. Prost und bis zum nächsten Mal, ne? Danke dir. Ja, Mann, auf jeden Fall. Es war mega, mega witzig mit euch. Und ich mache das auf jeden Fall gerne, gerne wieder mit euch. Ja, gerne.